Die Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen stimmen in der Tendenz linker, wirtschaftsliberaler und ökologischer. Das ist beispielsweise daran erkennbar, dass die SP bei den Wahlen 2015 unter den Auslandschweizern die wählerstärkste Partei war. Und auch die Grünen haben einen, trotz Verlusten, einen Wähleranteil erzielt unter den Auslandschweizern, der deutlich höher lag als unter den Inlandschweizern. Das ist aber auch daran erkennbar, dass beispielsweise die Auslandschweizer die Masseneinwanderungsinitiative seinerzeit deutlich abgelehnt haben oder auch die SVP-Asyl-Initiative. Ja, es gibt zuweilen interessante Abweichungen von diesem Normalfall. Beispielsweise die Abstimmung über die zweite Gotthardröhre. Dieser Vorlage haben die Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen deutlich stärker zugestimmt als die Inlandschweizer. Und ich glaube, dafür gibt es auch ganz spezifische Gründe. Das ist das intensivere Nutzungsverhalten des Gotthardtunnels. Ja, in der Europapolitik stimmen die Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen in aller Regel offener. Das liegt sicherlich auch daran, dass ein großer Teil der Auslandschweizer, der Diaspora, im benachbarten europäischen Ausland lebt. Und dazu tragen sicherlich auch gewisse Auszugsgründe bei. Viele sind ja aus geschäftlichen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen im Ausland. Und auch das wird dazu führen, dass sie in der Regel wirtschaftsliberaler und auch gesellschaftspolitisch offener abstimmen als die Inlandschweizer in der Grundgesamtheit. Die Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen unterscheiden sich natürlich von den Inlandschweizern, weil sie sich nicht zufällig im Ausland aufhalten. Dafür gibt es ganz spezifische Auszugsgründe, beispielsweise familiäre Gründe. Man heiratet und zieht dann mit dem Partner, mit der Partnerin ins Ausland. Diese Gruppe von Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen ist im Übrigen den Inlandschweizern noch am ähnlichsten, wenn man so will. Dann gibt es aber weitere Auszugsgründe, beispielsweise geschäftliche Gründe und dann natürlich auch Ausbildungszwecke. Die Gruppe der Auslandschweizer setzt sich aufgrund dieser spezifischen Auszugsgründe anders zusammen, sozial anders zusammen. Und das ist dann der Grund auch für das unterschiedliche Abstimmungsverhalten. Die Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen sind gut informiert, hauptsächlich beitragen tut das Internet. Es ist das am häufigsten genutzte Medium unter den Auslandschweizern und Auslandschweizerinnen. Bei den Inlandschweizern sind es nach wie vor die Printmedien. Des Weiteren gibt es auch noch eine Art Selbstselektion, wenn man so will. Man muss sich ja registrieren bei der Botschaft, um wählen und abstimmen zu können als Auslandschweizer. Und diese Hürde nehmen in erster Linie diejenigen Auslandschweizer, die nach wie vor eine starke Bindung zum Heimatland haben und die natürlich auch politisch interessiert sind, die involviert sind in der Politik. Und auch das trägt dazu bei, dass der Informierungsgrad unter den Auslandschweizern vergleichsweise hoch ist. Was wirklich sehr interessant ist, zu beobachten oder auch zu erheben, wie Individuen, Wähler und Wählerinnen sich an der Urne verhalten, wenn sie nicht in dem gewohnten Medienraum sind. Diese Frage wurde beispielsweise jetzt gerade erst kürzlich auch diskutiert im Zusammenhang mit dem Referendum in der Türkei, nicht? Wie wählen und stimmen Auslandstürken beispielsweise in Deutschland. Ich persönlich glaube, dass die Differenzen in der Zwischenzeit relativ gering sind. Das liegt im Wesentlichen am Internet, nicht? Man kann sich anders als noch vor 20, 25 Jahren wirklich gut informieren über Schweizer Politik, auch wenn man geografisch fern ist, fernab von der Schweiz ist. Meine Damen und Herren, wir sind eingestimmt durch diesen Film. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem 95. Kongress hier in Basel. Ich freue mich sehr, es haben sich
370 Auslandschweizer und Auslandschweizer, auch ein paar Inlandschweizer angemeldet. Wir freuen uns sehr, wir betrachten das Erfolg und das ist eine gute Gelegenheit, sich miteinander auszutauschen. Das ist ja auch der Titel unserer Begegnung. Mein Wunsch ist an die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, bitte sprechen Sie alle hier anwesenden Parlamentarier, Bundesräte, solange sie hier sind, und Inlandschweizer an, diese Verbindung, die wir uns wünschen, müsste auch gelebt werden. Und dazu möchte ich Sie gerne einladen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich hier Herr Bundesrat und Vizepräsident unserer Regierung, Herr Bundesrat Berset, begrüßen darf. Es ist uns eine große Ehre, dass Sie hier mit uns diskutieren, auch ein Referat halten. Und wir schätzen das sehr, dass der Bundesrat jedes Jahr an unserem Kongress eine Delegation hat und uns wirklich Beachtung schenkt. Und das zieht sich durch. Wenn der Bundesrat dabei ist, sind es dann auch die zuständigen Beamtinnen und Beamten. Und hier möchte ich begrüßen Herr Jörg Buri von den konsularischen Diensten. Herzlich willkommen. Ich möchte ein paar weitere Ehrengäste begrüßen. Wir sind sehr dankbar, dass auch Parlamentarier, vor allem Ständeräte, Filippo Lombardi, unser Vizepräsident, auch hier ist, und Claude Janiak von Ständerat von Basel-Land, herzlich willkommen. Wir haben eine Türöffnerin unter uns, Frau Barbara Schübach, die Staatsschreiberin von Basel-Stadt. Ich sehe sie jetzt, hier schon. Ja. Also ich möchte Ihnen nicht nur Grazie sagen, sondern auch Dankeschön sagen. Sie haben uns alle Türen, die es zu öffnen galt in Basel, geöffnet und dabei noch eine Flagge, auch der ASO und von Basel, herausgehängt. Und das ist wirklich wunderbar. Vielen Dank. Wir haben etwas ganz Besonderes von Basler städtischer Sicht aus gesehen, aber auch von schweizerischer. Wir haben die höchste Basel-Landschäftlerin, Basel-Bieterin unter uns, Frau Elisabeth Augsburger. Herzlich willkommen. Herr Ulrich Mayer, Präsident des Bundesgerichtes, ist unter uns. Herzlich willkommen. Wir haben Herr Gustav Klestil. Er ist mein Partner in Österreich, Präsident Ausland Österreichischer Weltbund. Ist ebenfalls von Wien zu uns gekommen. Herzlich willkommen. Ich habe Sie vorher gesehen. Im Moment. Wir haben Geburtstagskinder. Das eine ist Schweiz Tourismus. Herr Jürg Schmid ist der Chef, ist nicht hier. Aber Federico Somaruga ist hier. Ich möchte ihn begrüßen. Schweiz Tourismus hat einen 100 Jahre Geburtstag. Wir feiern das Jubiläum noch. Ich werde darauf zurückkommen. Aber ich freue mich sehr, dass wir diese 100 Jahre feiern dürfen. Und 100 Jahre feiern dürfen wir auch die Stiftung für junge Auslandschweizer. Herr Wümer ist Ihr Präsident. Er ist auch hier. Herzlich willkommen. Wir haben einen ganz besonderen Ehrengast. Der hat wirklich während Jahrzehnte, das ist jetzt untertrieben, in der Schweiz, in Italien, eigentlich auf der ganzen Welt für uns gewirkt. Er hat das letzte Jahr den Vorstand verlassen und das war für den Auslandschweizer Rat das Zeichen, ihn zum Ehrenmitglied dieses Kongresses zu erküren. Und ich möchte ihn vorstellen und ihm selbst Dankeschön sagen, dass er gekommen ist, Robert Engeloch. Herzlichen Dank. Willkommen in Basel. Ich möchte noch ein ganz besonderes Dankeschön an Herrn Schiebli und Swiss Info richten. Er ist nicht nur unser Partner bei diesem Film gewesen, sondern ist ein ganz enger Partner, mit dem wir auch die Zukunft in unserer Kommunikation planen. Er ist hier mit sage und schreibe 15 Mitarbeitern. Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen von diesem Team. Ich benütze die Gelegenheit, die
ASO-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu begrüßen. Das ist eine andere Form, man sieht sich sonst anders und es ist auch eine gute Gelegenheit, vor Zeugen und so viele Leute Ihnen Dankeschön zu sagen. Es steckt eine riesige Arbeit von Wochen und Monaten hinter diesem Kongress und hinter diesen Veranstaltungen, die wir haben. Vielen Dank. Mesdames, Messieurs, Suisse, de Suisse et de l'étranger, un monde. Et le thème de notre congrès. Convaincu que nous formons une communauté mondiale, nous avons placé un point d'exclamation et non un point d'interrogation à la fin de ce titre. Nous pensons que la Suisse ne se termine pas à ses frontières géographiques. Dans la discussion au sujet de ce qui relie ou sépare les Suisses de Suisse et les Suisses de l'étranger, le terme de patrie joue un rôle central. Environ 70% des Suisses de l'étranger possèdent la double nationalité. Ils ont ainsi deux lieux d'origine. Et je demande, est-ce une chance, seulement un avantage personnel, ou se sont-ils pris entre le marteau et l'enclume parce que l'on pourrait aller et venir entre deux patries. Das ist leicht auf Deutsch zu sagen. Man könnte sich mit zwei Nationalitäten, mit zwei Bürgerrechten leicht zwischen Stuhl und Bank setzen. Oder man ist bereichert mit zwei Heimatorten. Beth Zurbuchen, Präsident du Swiss Centre of America at New Glarus, dit ce que l'on ressent. Je suis américaine, mais la Suisse est ma patrie. Je suis americano-suisse à 100%, 100% US-Swiss citizen. Meine Damen und Herren, manche Menschen kommen leicht zu einer Heimat. Sie werden einfach in sich hineingeboren. Das passiert zum Beispiel bei der Geburt in den USA. Dabei geht es eigentlich mehr um Nationalität als Heimat. In der Schweiz hingegen wird Heimat weniger leicht gemacht. Und meist hoch bis sehr hoch gehalten. So hoch, dass sie für manche unerreichbar wird. Dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel, das sich vor kurzem in Bux im Kanton Aargau abgespielt hat, in Erinnerung rufen. Funda Yilmaz, 25 Jahre alt, in der Schweiz geboren, ging hier zur Schule und absolvierte eine Lehre. Sie arbeitet als Bauzeichnerin und hat einen einwandfreien Leumund. Bald wird sie einen Schweizer heiraten. Sie hat den theoretischen Einbürgerungstest mit 100% bestanden. Von der Yilmaz wollte Bürgerin ihrer Heimat, Schweiz, werden. Die zuständigen Gemeindebehörden hat ihr dies nicht und aus mir völlig unverständlichen Gründen verwehrt, hat ihr das nicht erlaubt. Ein krasser Fall. Gewiss nicht schweizerischer Alltag, aber doch auch aktuelle Realität. Es gibt Akteure, Schweizerinnen und Schweizer und schweizerische Institutionen, die einen trennenden Keil in unsere Gemeinschaft hineintreiben. Susanne Wille, Sie kennen sie als Fernsehmoderatorin, zählt dazu, ich zitiere dann, all diejenigen, die in einer Mischung von ideologischem Irrtum und Machtanspruch für sich definieren, wer als guter Eidgenosse gilt und wer nicht. Und Max Frisch stellt in seiner Rede die Schweiz als Heimat schon 1974 die Frage, was muss ich tun, um eine Heimat zu haben? Was vor allem muss ich tun und unterlassen, um diese Heimat zu bekommen? Sie scheint empfindlich zu sein, sagt er. Sie mag es nicht, die Heimat, wenn man den Leuten, die am meisten Heimat besitzen, in Hektaren oder im Tresor, gelegentlich auf die Finger schaut. Oder wer sonst hätte dann das schlechte Recht, uns die Heimatliebe abzusprechen? Es gibt sichtbare Trennlinien. Ein Auslandschweizer von Berlin, nein, es ist nicht Tim Guldimann, es ist der Kunstmaler Adam Tellmeister, sieht das Trennende in der Sprache.
die Vielsprachigkeit verhindere, dass sich die Schweizer wirklich verstehen. Und dann sagt er, man müsste sich auf eine Landessprache einigen. Von mir aus Tschechisch. Also ist ein Humorist mit ernstem Hintergrund, aber dem steht, was er sagt, stimmt das Bekenntnis zur Einheit in der Vielfalt gegenüber. Und darauf sind wir eigentlich stolz, diese kulturelle Vielfalt, die sich auch in der Sprache ausdrückt. Was ich mit diesen Worten sagen wollte, ist, Heimat verbindet und Heimat trennt. Aber wenn es nicht die Heimat oder die Nationalität ist, die uns Ausland- und Inlandschweizer und Schweizerinnen zusammenbringt, was ist es dann? Es gibt sicherlich viele interessante Antworten dazu. Eine möchte ich herausnehmen. Es braucht vielleicht ein Selbstverständnis, dass alle einmal in ihrem Leben auswandern sollten. Es muss ja nicht für immer sein. Diesen Wunsch möchte ich unterstreichen. Ich habe ihn aus einem Interview von Ihnen, Herr Professor Leimgruber, er ist als Referent heute eingeladen, entnommen, das Anfangsjahr in der NZZ erschienen ist. Meine Damen und Herren, auf all die aufgeworfenen Fragen dürfen wir heute auf Antworten oder zumindest auf Denkanstöße hoffen. Und das aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich freue mich schon auf die Beiträge unserer Gäste und danke Ihnen im Voraus dafür. Ich danke Ihnen auch, Herr Zeugin, dass Sie die Moderation von heute übernehmen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen noch einmal, dass Sie an den Kongress gekommen sind. Ich gebe das Wort nun weiter an Herrn Bundesrat Alain Berset. Wir freuen uns, dass ich Ihnen jetzt das Rednerpult überlassen darf. Herzlich willkommen. Ja, meine sehr geehrte Damen und Herren, National- und Ständeräte, sehr geehrter Präsident des Bundesgerichts, sehr geehrte Landratspräsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Remo, liebe Auslandschweizerinnen, liebe Auslandschweizer, sehr geehrte Damen und Herren. Wer als Schweizer im Ausland unterwegs ist oder gar im Ausland lebt, der sieht sich oft mit Klischee konfrontiert. Kühe, Schokolade, Uhren, Käse, Jodeln, Alphorn, um es kurz zu machen. Und manchmal stört einen das schon ein wenig, aber auch als Liebhaber von Sprints und Swatch. Ist der Schweiz doch ein hochmodernes Land, das Jahr für Jahr den Spitzenplatz in diversen Innovationsrankings einnimmt. Aber bedenken Sie Folgendes. Was, wenn die Leute wirklich darüber reden wollten, was das ist, die Schweiz? Das wäre anstrengend. Dann müssten Sie dauernd Begriffe erklären wie Differenzbereinigungsverfahren, interkantonaler Finanzausgleich, Zauberformel, Inländervorrangleit oder gar Frühfranzösisch, was sicher besonders in jenen Ländern Fragen aufwerfen würde, in denen von früh bis spät Französisch gesprochen wird. Deshalb sage ich hier klar und deutlich, seien wir froh um die Klischees. Denn in ihnen steckt mehr, als man meint. Auch mehr Politik. Das Heidi zum Beispiel wurde in Zürich erfunden. Das Anthörgeli stammt aus Wien. Der Schweizerische Alpenclub wurde 1863 im Bahnhof Büffet-Olten gegründet. Von großbürgerlichen Städtern. Und in den Städten, meine Damen und Herren, fanden bis Ende des Zweiten Weltkriegs auch fast alle eidgenössischen Schwingfeste statt.
Facts are subversive, hat der britische Historiker Timothy Garton Ash geschrieben. Tatsächlich. Tatsächlich. Der Ländler wurde populär in der Zürcher Stadtkreisen 4 und 5, wo heute die Hipster wohnen. Der Stocker Sepp taufte in den 20er Jahren seine Länderkapelle Stocker Sepps erste Unterwaldner Bauernkapelle. Obwohl die Musiker weder Unterwaldner noch Bauern waren. Und da meinen einige doch immer noch, Fake News sei eine neue Erfindung. Aber im Ernst, meine Damen und Herren, gewisse Traditionen sind zwar etwas weniger alt, als viele meinen, aber sie sind wichtig für unser Land. Zu Traditionen gehört das Jodeln genauso wie zum Beispiel das Grafikdesign. Und die Klischees haben ja nicht selten einen wahren Kern. Ja, wir Schweizer essen wirklich viel Schokolade. 12 Kilogramm pro Jahr. Ich muss übrigens sagen, es hat mich ein bisschen überrascht. Mit meiner Erfahrung, ich dachte, es sei viel mehr. Und auch die Schweizer Kühe sind sehr real. Es sind 575.800. Und Sie merken, ich bin nicht zuständig nur für Kultur, Sozial und Gesundheit, sondern auch noch zuständig für das Bundesamt für Statistik. Ja, meine Damen und Herren, zu diesen lebendigen Schweizer Traditionen gehört natürlich auch die Konsenskultur. Vielleicht unsere wichtigste lebendige Tradition überhaupt. Und ich weiß, dass Sie auch gestern darüber diskutiert haben. Und ich bin sicher, auch ein Konsens ist notwendig in der wichtigsten Frage in unserem Land. Und es geht auch so natürlich für die Altersvorsorge. Ein Leben in Würde und mit materieller Sicherheit. Und dabei, es gibt da einen großen Konsens, dass eine Reform notwendig ist. Sie haben, wie gesagt, gestern über die Reform diskutiert. Ich habe das, es wird keine Überraschung sein, oder? Ich habe das mit großem Interesse verfolgt, gleich weil wir im Bundesrat seit Jahren sind der Meinung, dass es wichtig ist, dass es braucht eine Reform, aber auch extrem wichtig und zentral, dass die breit diskutiert wird. Und absolut auch unter den Schweizerinnen und Schweizern, die im Ausland leben. Ich würde sicher nicht wieder einmal die Debatte hier führen, aber vielleicht noch erklären und sagen, was damit der Bundesrat will. Sehr kurz, die großen Linien. Und diese großen Linien, die stimmen für den Bundesrat seit dem Anfang dieser Diskussion, die wir begonnen haben, vor bald 7 Jahren jetzt. Es gilt ein Prinzip und daran ändert die Reform nichts und muss keine Reform etwas daran verändern. Wer in die AV einbezahlt hat, erhält seine AV. Egal wo jemand nach seiner Pensionierung wohnt. Alles andere wäre unfair. Aber es ist auch besonders speziell für mich, hier über die Altersvorsorge in Basel zu sprechen. Im Wohnkanton von Bundesrat Hans-Peter Tschudi. Er hat in nur 13 Jahren, nur, es war vielleicht viel, aber 13 Jahre im Bundesrat. Aber in diesen nur 13 Jahren hat er vier Revisionen der AV gemacht, um immer wieder die AV an die Bedürfnisse, die realen Bedürfnisse der Leute anzupassen. Ja, weil, meine Damen und Herren, die Politik ist nicht da, um zu bewerten, wie die Leute leben müssen. Wir sind da, und auch die direkte Demokratie, um einen klaren Rahmen zu schaffen, damit die Leute, die können leben, wie sie es wollen. Das heißt, wir müssen auch immer wieder uns anpassen, weil die Gesellschaft lebt und sich entwickelt. In der Tat, wir werden immer älter. Sehr erfreulich, muss ich sagen. Sehr erfreulich, aber es schafft Herausforderungen. In der Tat, es gibt
Herausforderungen, die uns erwarten. Wir müssen da einfach eine Antwort bringen. In der Tat gibt es immer mehr Leute, die heute Teilzeit arbeiten. Nicht unbedingt, dass die es wollen. Es gibt sehr viele, die es müssen, um leben zu können. Weil nur ein Lohn in einer Familie sehr oft nicht mehr reicht. Und die zweite Person muss auch Teilzeit arbeiten. Und sie darf auch eine gute Deckung haben in der zweiten Säule. Oder andere Beispiele, weil zum Beispiel Leute über 65 arbeiten wollen und es auch können, ist auch sehr positiv. Heute, was passiert? Diese Leute, die bezahlen Beiträge, aber die bezahlen sie für die Katze. Das ist auch nicht so gerecht. Mit der Reform, die Beiträge, die über 65 bezahlt sind, die verbessern die Rente. Solche sehr einfache, fast evidenten Sachen wollten wir mit dem Bundesrat tun, mit dem Parlamentar. Man muss nie vergessen, es ist eine Bundesratsvorlage, Nationalratsvorlage, Ständeratsvorlage. Sie ist so entstanden, weil unsere Institutionen sie so gemacht haben und es erlaubt am Ende zur Schweizer Bevölkerung, einfach Mitbürgerinnen und Mitbürgern, einfach auch da die Meinung zu geben. Eine zentrale Sache hat uns bewegt in dieses Dossier. Und das muss ich sagen, es ist extrem wichtig. Zuerst einmal an die Bedürfnisse der Leute anzupassen. Zweitens, fit und fair finanziert für die Zukunft. Und drittens, eine Reform muss erfolgen mit dem Erhalt des Rentenniveau. Als Bedingung Erhalt des Rentenniveau, das ist auch fair für die Leute. Ich weiß, dass Sie darüber gestern gesprochen haben. Und ich danke sehr für diese Auseinandersetzung mit dieser wichtigen Debatte, die uns alle betrifft in der Schweiz. Ja, meine Damen und Herren, Sie leben in San Jose und Saint-Cloud, in Santa Fe und Santa Cruz de la Sierra, in Sainte-Colombe en Bruyloin. J'espère que je l'ai prononcé juste en français, c'est ma langue, mais ce n'est pas toujours facile. In Saint-Genis-Laval, Saint-Thior, Saint-Prix, Saint-Nicolas en Belgique, in Saint-Petersburg und São Paulo. Sie leben in verschiedenen Welten mit unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Arten in die Welt und auf die Schweiz zu blicken. Und das ist extrem wertvoll. Das ist wertvoll. Schweizerinnen und Schweizer im Ausland sind eine große Bereicherung für die Schweiz und für die Welt. Und die Schweiz verliert nichts, wenn Schweizerinnen und Schweizer ins Ausland ziehen. Im Gegenteil, das bereichert uns. Und entscheidend ist dabei, dass die Beziehungen gepflegt werden. Dass jemand da ist für die Anliegen der Schweizerinnen und Schweizer im Ausland. Der informiert, was in der Schweiz läuft. Der vernetzt und diese unterschiedlichen Sichtweisen auf die Schweiz sammelt. Diese einzigartige Doppelperspektive fruchtbar macht. Denn Botschafterinnen und Botschafter der Schweiz kann nur sein, wer den Kontakt zur Schweiz lebendig hält. Wer mitdiskutiert, wie die Schweiz sich entwickeln und der Welt zeigen soll. Wer sich nicht in Nostalgie verliert. Nostalgie ist Heimweh, das die Vergangenheit verklärt. Und diese Aufgaben, alle diese Aufgaben erfüllt die Auslandschweizer Organisation seit über 100 Jahren mit großem Engagement und viel Know-how. Herzlichen Dank. Oui, mesdames et messieurs, le thème, je vais parler un peu en français maintenant. Il y a quelques francophones. Non? Le thème de votre congrès est Suisse de l'intérieur et de l'étranger, un seul monde. Eh bien, je vais vous dire, j'étais très heureux en voyant ce thème. C'est très vrai, c'est très actuel parce que ça vous concerne. Mais cela donne aussi un miroir extrêmement important au-delà des personnes. Parce que nous voyons que de plus en plus fortement, de plus en plus souvent, politique intérieure et politique extérieure sont liées. Et ces liens sont de plus en plus forts.
Je n'ai pas besoin de vous parler de tout ce qui est discuté sur le plan politique. Je peux simplement vous dire qu'il n'y a pas un dossier, quasiment pas un dossier dans lequel on n'a pas aussi la perspective de ce qui se passe à l'extérieur et des effets ou des impacts à l'extérieur. Pensons à la stratégie énergétique discutée au début de cette année. C'est évident. Pensons à toutes les questions de politique fiscale. On pourrait penser que c'est que de la politique intérieure. Mais non, c'est aussi très fortement en lien avec la politique extérieure. Pensons à tout le domaine de la formation. Parler à l'instant des écoles suisses à l'étranger, évidemment, dont j'ai aussi le plaisir et l'honneur de m'occuper. C'est aussi là un lien très fort. Et même pour un domaine dont on penserait que de manière évidente, c'est que de la politique intérieure, ça n'a rien à voir avec nos relations extérieures, la prévoyance vieillesse, eh bien non, on voit bien que ce n'est pas le cas. Et vous l'avez encore rappelé hier. Et donc le thème que vous avez choisi cette année résonne de manière très importante avec une évolution que l'on constate autour de nous. Et on n'a pas, je crois, à la juger, à la trouver bien ou pas bien. On doit par contre vivre avec et nous développer, développer notre pays, développer aussi nos personnalités, nos activités économiques dans ce cadre-là. Cela a à faire avec, naturellement, la communication, les contacts, les échanges, l'enchevêtrement, on parle de Verflechtung en allemand, l'enchevêtrement entre notre pays et les pays qui nous entourent, près, proches ou plus lointains. Et ça nous rappelle aussi que la Suisse ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si nous n'avions pas toujours eu, avec des débats des fois un peu plus difficiles, des fois plus faciles, mais la Suisse ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si nous n'avions pas toujours eu et toujours soigné une très grande ouverture vers l'extérieur. C'est le cœur, je crois, et peut-être le cœur aussi d'une réflexion qu'il nous faut parfois rappeler. On a tendance à des fois l'oublier, à vouloir le minimiser. On peut avoir tendance, et c'est parfois compréhensible, à se dire ce monde va trop vite, comme il se développe, on n'arrive plus à suivre, alors on a une certaine tendance au repli. Mais regardez dans le passé, regardez le passé de notre pays. À chaque fois qu'un nouveau défi s'est présenté, nous y avons répondu, et avec, je crois on peut le dire, un certain succès, si on regarde ce qu'ont fait ceux qui nous ont précédés, en privilégiant plutôt l'ouverture que la fermeture. Et dans le monde actuel, avec la révolution digitale, avec les nouveaux équilibres que l'on voit se dessiner sur le plan mondial, eh bien, il n'en ira pas autrement. Et nous devons peut-être profiter de cette histoire très forte aussi pour savoir nous tourner à l'avenir vers cette ouverture. Auparavant, peut-être dans le passé, émigrer signifiait souvent dire adieu définitivement à la Suisse. Je connais assez bien l'histoire de l'émigration de mon canton, Fribourg, au XIXe siècle. Vous connaissez aussi cette histoire. Des gens qui partaient en sachant qu'ils ne reviendraient jamais. C'était avant. Aujourd'hui, cette coupure n'est plus si forte, n'a plus besoin d'être aussi radicale, notamment grâce aux nouvelles technologies, les possibilités de voyager, de s'informer, de communiquer. Et les Suissesses et les Suisses de l'étranger souhaitent, et nous en sommes extrêmement heureux, parce que nous appartenons à la même communauté. Vous souhaitez, nous souhaitons tous rester en contact et en étroit contact les uns avec les autres. Mais cela signifie aussi sur le plan politique que nous devons être en mesure de faciliter la vie de tous les jours. Je disais tout à l'heure, la politique n'est pas là pour dire aux gens comment ils doivent vivre. La politique est là pour donner un cadre stable et prévisible qui accompagne la manière dont nous souhaitons ou dont nous devons aujourd'hui vivre. Et donc, le rôle de la politique dans ce cadre-là, c'est de faciliter les formalités de manière à ce que les frontières ne soient pas des obstacles insurmontables. Parce que la mobilité que nous vivons toutes et tous à des degrés divers, est naturellement le lot de tout le monde, sur le plan national ou aussi au-delà de nos frontières nationales. Et dans le cas des Suisses de l'étranger, eh bien, que ce soit pour quelques années ou alors pour revenir au pays ou pour repartir ailleurs. Je ne sais pas s'il existe une définition précise de ce qu'est un Suisse de l'étranger, mais je pense l'avoir été quelquefois dans ma vie. C'est plus difficile comme conseiller fédéral parce que je dois rester à Berne. Je voyage un peu, mais ça, ce n'est pas encore vivre à l'étranger. Mais je l'ai fait et j'ai pu aussi me rendre compte que ce lien avec la Suisse et avec la patrie prend naturellement une dimension aussi toute particulière quand on passe une frontière nationale. Très concrètement maintenant, je parlais de faciliter les formalités et la vie de tous les jours. Mais une de ces démarches très concrètes qui nous concerne toutes et tous, c'est certainement la participation aux votations et aux élections et de pouvoir le faire par la voie électronique.
Vous connaissez cette histoire, elle n'a pas toujours été très simple. Aujourd'hui, le vote électronique existe dans 6 cantons seulement. Lors des votations du 24 septembre prochain, ce sont 8 cantons qui permettront de voter pour celles et ceux qui se trouvent à l'étranger par voie électronique. Et à terme, nous souhaitons vraiment pouvoir l'étendre à l'ensemble du pays. C'est ce que souhaite le Conseil fédéral. Il doit y avoir la possibilité pour toutes les citoyennes, tous les citoyens, de pouvoir voter le plus simplement possible, quel que soit le lieu où l'on vit. C'est notre droit. Notre ordre juridique le prévoit ainsi. Et c'est aussi naturellement en lien avec notre démocratie directe. Et c'est dans ce sens qu'en avril dernier, le Conseil fédéral a arrêté les prochaines étapes en vue de l'introduction généralisée du vote électronique. C'est naturellement les cantons qui restent libres de décider s'ils veulent offrir cette possibilité, mais l'objectif doit être, et nous soutenons cet objectif, nous le poussons, que 2/3 des cantons proposent le vote électronique d'ici à 2019, de manière stable, et qu'ensuite on puisse encore l'étendre. Un autre sujet important, et je sais qu'il vous préoccupe, et je peux vous dire qu'il nous préoccupe aussi, que nous connaissons, non seulement nous connaissons ce dossier, ce débat, mais que nous avançons aussi dans ce dossier, ce débat, eh bien, c'est la question dont vous traitez aussi régulièrement, et je comprends aussi qu'elle représente un débat d'une très grande importance, c'est la possibilité de disposer ou de posséder un compte dans notre pays. Je sais que c'est un grand sujet de préoccupation, notamment pour les Suisses et les Suisses de l'étranger, et je peux vous redire ici que le Conseil fédéral reconnaît la nécessité d'avoir une possibilité pour les Suisses et les Suisses de l'étranger de posséder un compte en Suisse. Il existe, vous le savez, quelques banques qui ont des offres dans ce sens. Nous avons la situation de Poste Finance qui se développe, où toute personne suisse peut ouvrir un compte pour le trafic de paiement, peu importe le lieu de domicile. Et nous attendons naturellement que cette offre, disons, qui donne une possibilité, au minimum, soit maintenue, et que naturellement, dans le fond, ce débat puisse se poursuivre. Cela dit, comme vous le savez, cette situation de relation avec les banques a fondamentalement changé depuis la crise financière et boursière des années 2008 et les conséquences qu'il y a eu ensuite. Et nous savons toutes et tous que ça n'est pas seulement la question ou une question qui concerne les Suisses et les Suisses qui vivent à l'étranger. Il y a aussi dans d'autres pays, et je crois que c'est un élément qui va plutôt garder aussi, dans le fond, qui va permettre de garder l'œil sur cette question. Il y a aussi en Suisse, dans notre pays, des gens qui vivent ici, mais qui, pour différentes raisons, se sont vus interdire l'accès à certaines banques. Ça, nous devons le thématiser. On ne peut pas vivre aujourd'hui dans un monde dans lequel on n'a pas ce type de relation avec des banques ou avec des possibilités de trafic de paiement. Et je voulais vous dire ici que nous y sommes naturellement très attachés et que nous suivons cela, d'ailleurs aussi avec l'organisation qui organise le congrès avec l'ASO, nous le suivons naturellement de très près. Voilà, mesdames et messieurs, la Suisse. Je crois que la Suisse a tous les atouts nécessaires pour continuer à prospérer au XXIe siècle. Nous avons une stabilité politique et sociale. Nous avons toujours pu montrer dans les moments déterminants que nous savions nous retrouver par-delà nos différences et de manière pragmatique apporter des solutions aux problèmes qui se posaient. Nous avons une sécurité juridique dans notre pays que nous devons aussi soigner. Nous avons des infrastructures en général de bonne qualité. Nous avons un système de formation qui est naturellement, je dis naturellement parce qu'on le sait, mais c'est quand même pas si simple, il faut toujours naturellement y travailler, un système de formation de très grande qualité. Et tout cela crée un cadre de stabilité et d'ouverture qui nous donne la capacité et aussi la force de pouvoir innover dans tous les domaines. Et on entend parfois dire que la Suisse est un pays sans ressources naturelles. C'est aussi un cliché. Nous avons des ressources naturelles. Bon, ceux qui véhiculent l'idée qu'on n'en aurait pas oublient que nous sommes le château d'eau de l'Europe, que nous sommes une place très forte en matière de formation. Mais ils ignorent surtout que nous sommes très riches en ressources politiques. Et je le dis là, évidemment, au sens le plus large et le plus noble du terme. Et ces ressources naturelles que nous avons, ou alors peut-être qu'elles sont naturelles, mais qu'elles ont aussi été développées et entretenues, les ressources de nature politique, eh bien c'est à nous de les protéger,
ensemble et à nous de les valoriser. Merci. Bundesrat ist bereit, Ihre Fragen entgegenzunehmen. Ja, wem darf ich das Wort geben? Ich beginne vielleicht mit den ersten Fragen. Sie haben das ganz kurz erwähnt, Herr Berset, Sie waren auch im Ausland. Ich meinte, Sie waren mal in Brasilien. Was hat Sie damals nach Südamerika geführt? Auch ein Mikrofon. Oh, voilà, genau. Was hat mir wieder mal die Frage, ich war nicht konzentriert, aber nur gedacht, wie wir das sprechen ohne Mikrofon. Aber die Frage genau. war... Sie waren in Brasilien, habe ja. ich mir sagen lassen. Ja. Was hat Sie damals nach Brasilien gemacht? Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich hätte dort wirklich gelebt, sehr lang auf demselben Ort. Aber ich habe ein Jahr lang verbracht in Südamerika. Und ich habe ja in der Tat zweimal arbeiten müssen, um zu leben. Weil mein Ziel war dort als Lehrer bei einer Alliance Française zu arbeiten. Und ich muss sagen, und es ist nichts gegen Frankreich und die Franzosen, das hat aber in letzter Minute nicht geklappt. Ich habe meinen Job verloren. Es war die Alliance Française von Fortaleza. Fortaleza im Nordest, Brasilien. Und plötzlich, ich war einfach ohne Ressourcen. Und ich habe dort andere Wege gesucht, um etwas zu verdienen, um leben zu können. Und das hat mir, es war eine großartige Erfahrung für mich, muss ich Ihnen sagen. Es hat mir aber auch sehr viel gelernt über die Schweiz. Weil ich war 19 Jahre alt. Und es hat mir für das erste Mal ganz allein ziemlich weit in der Welt, in einer Zeit, wo es gab kein SMS, kein Internet, kein E-Mail, nichts. Wo in der Zeit, wo die eine Minute Telefon hat mir $16 gekostet. In Brasilien. Das heißt, ich habe nur einmal pro Monat telefoniert und als ich noch ein Signal geben wollte von meinen Eltern, ich lebe noch, ich habe noch damals, Telegramme geschickt. Es hat mir wirklich eine andere Perspektive und vielleicht eine zusätzliches Blick und Perspektive gegeben über die Schweiz selber. Es war für mich eine, auch auf persönlicher Ebene eine große Bereicherung, ich muss Ihnen das sagen. Und es bleibt für mich eine sehr erfreuliche Zeit. Ich habe gesagt, man sollte nicht zu viel Nostalgie haben, weil mit Nostalgie, man schaut nur in der Vergangenheit. Aber trotzdem in diesem Fall, Nostalgie, Saudade. Naja, Brasilien, das können wir gut verstehen. Ich weiß, Sie müssen bald unterwegs sein. Vielleicht haben wir noch Zeit für eine Frage. Die Dame dort hinten, ja, jetzt drücken Sie einfach auf das Mic und nehmen es zu sich und dann sollte es funktionieren. Ja. Ja, guten Tag, Herr Bundesrat. Mein Name ist Monika Tiffany. Ich lebe in den USA und ich habe mit verschiedenen heute gesprochen und Sie haben es auch erwähnt wegen dem Bankkonto in der Schweiz. Sie haben erwähnt, dass bei einigen Banken kann man ein Konto haben. Was wären solche Banken und wie lange geht es, bis alle Banken ausländische, auch Schweizer Kunden wieder annehmen, Auslandsschweizer Kunden wieder annehmen? Das ist eine schwierige Frage. Was uns extrem wichtig erscheint, es ist, dass es gibt Möglichkeiten. Was schwierig wäre, das wäre, dass es gibt einfach gar keine Möglichkeit für jemanden, der ein Konto hier will, ein Konto hier zu haben. Aber ehrlich gesagt, auch in der Schweiz, es gibt keinen Zwang, auch für die Leute, die hier leben, für eine Bank einfach Kunden anzunehmen. Und nach dieser Krise und dieser Situation, die ich vorher ernannt oder erwähnt habe, es gibt auch sehr viele Personen, die hier im Land leben, die einfach, wie sagt man das, ausgeschaffen worden sind. Nicht ausgeschaffen, aber wo man einfach signalisiert hat, man will einfach keine geschäftliche Kontakte mehr haben. Das heißt, ich glaube, ich muss Ihnen leider decevoir oder enttäuschen.
es wird nie eine Situation, ich sehe das mindestens nicht, oder eine Situation geben, wo einfach alle Banken verpflichtet sind und gezwungen sind, einfach Offerte zu machen für Leute, die in der Schweiz oder anderswo leben. Es kommt, ich glaube nicht, weil wir haben auch immer diese Diskussion zwischen einfach das Anrecht und eine Beziehung zu haben mit einer Bank, eine Lösung zu finden, aber parallel dazu auch eine Ausgewogenheit zu finden mit diesem Prinzip der Wirtschaftsfreiheit, der bei uns auch sehr stark ist. Ich glaube, wir werden das einfach versuchen, so pragmatisch wie möglich zu lösen. Das ist wirklich der Punkt. Wenn wir beginnen damit, eine große Prinzipiendebatte zu tun, das Risiko ist einfach, dass es sich blockiert. Diese großen Prinzipiendiskussionen in dieser Frage, das wird uns nicht sehr stark verhelfen. Aber wir sind mit dem Bundesrat wirklich, wir kennen diese Situation. PostFinance, wie gesagt, hat jetzt ein Angebot. Es ist schon ein Punkt, das zu gewährleisten, dass es wirklich so bleibt. Und auch, ich gehe auch davon aus, dass vielleicht die Situation könnte sich auch ein bisschen entspannen in der Zukunft. Es hat aber auch sehr viel zu tun mit Regulierungen in anderen Ländern. Mit Vereinigten Staaten ist in der Tat, Sie kennen auch diese Situation, oder? Viel besser als ich. Ich meine, es hat sich sehr stark verschärft ab dem Moment, wo es ist sehr anspruchsvoll und ab und zu auch problematisch für die Banken gewesen in der Schweiz, auch weil für die fiskalischen Fragen Kunden unter gewissen Umständen zu haben. Nicht sehr erfreulich, aber ich meine, die Botschaft ist, wir sind dran, wir schauen das und es muss mindestens die Möglichkeit geben, das zu gewährleisten. Vielen Dank, Herr Bodensack. Sie haben auch gesagt, ja. Ich habe... Ja. Ich will Ihre Organisation nicht strapazieren. Sie haben gesagt, Herr Bundesrat hat keine Zeit mehr. Sie ist nicht wahr, ich habe noch Zeit. Gut. Bleibe gerne. Aber vielleicht haben Sie nachher ein Problem gleich mit dem Programm. Das schaffen wir sicher. Der Herr dort, bitte. Oui, Thomas. Bonjour, Monsieur le Conseil fédéral. Donc, je m'appelle Vincent Creuset, je suis délégué pour le Royaume-Uni au Conseil des Suisses de l'étranger. Et j'aurais voulu savoir quelle est la position du Conseil fédéral sur le Brexit. Wie lange haben wir Zeit? Ja. Bon, c'est une question qui pourrait nécessiter un séminaire à elle tout seul. Je vais essayer de ne pas faire trop long et de vous dire un petit peu comment nous voyons la situation aujourd'hui. D'abord, je dois vous dire, franchement, nous considérons évidemment cette question comme une question intérieure à l'Union européenne. C'est une question de l'Union européenne avec un de ses États membres qui souhaite, comme on l'a, semble-t-il, compris, ne plus être un État membre à l'avenir. Et nous l'observons comme une question interne à l'Union européenne. Parallèlement à ça, évidemment, on voit bien que ça a des conséquences sur le fonctionnement même et les discussions qui ont lieu aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Ça crée toute une série de questions pour le Royaume-Uni par rapport à cette situation qui crée une certaine insécurité quand même. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit jusqu'ici. Et donc le chemin, on voit bien, il est à dessiner. Et naturellement, nous sommes aussi, nous, en étroit contact avec l'Union européenne, comme tout le monde le sait, parce que, dans le fond, c'est notre voisin le plus important avec lequel nous sommes... On a l'impression qu'on est en contact avec l'Europe que depuis que l'Union européenne existe. Mais non, on est au cœur du continent européen, et ce depuis le début, et puis depuis que la Suisse existe. Et j'aimerais vous rappeler ici, sans vouloir faire de grandes théories d'histoire, que les Helvètes, en 50 et quelques avant Jésus-Christ, lorsqu'ils ont voulu quitter le plateau suisse parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir des bonnes conditions pour vivre, ils ont voulu se diriger vers le sud de la France. Bon, ils sont tombés sur Jules César qui passait par là, qui les a renvoyés à la maison. C'était une des premières grandes, disons, Auslandersetzung avec l'Europe à l'époque pour nous. Donc c'est notre réalité. Ça dit, on a naturellement avec l'Union européenne, nous, le besoin aussi, le souhait de stabiliser autant que possible les relations, de développer aussi ces relations. Il y a toute une série de domaines dans lesquels c'est nécessaire. Et nous voyons bien que, sans être encore très certain de ce que cela signifie, nous voyons bien que ce nouveau défi pour l'Union européenne que représente le Brexit peut avoir une certaine influence sur la manière dont l'Union européenne a du temps ou l'envie ou les possibilités aussi de mener la discussion avec nous. Actuellement, ça n'a pas changé grand-chose, donc on l'observe, mais nous, on continue nos travaux avec l'Union européenne. Et nous nous efforçons aussi, ça c'est très important pour nous, à être prêts,
comme on le fait toujours, à anticiper pour, dans le cas où, et les différents scénarios qui existent, que nous soyons prêts de notre côté aussi à stabiliser des relations peut-être d'un type un peu nouveau avec le Royaume-Uni. C'est évidemment aussi pour nous d'une grande importance. Dankeschön. Eine Frage noch. Der Herr dort, bitte. Ja. Auf das Mic drücken, es hat keine kleine Taste und sobald das Mikrofon rot ist, funktioniert. Peter Ganziani von Neuseeland. Wie Sie wissen, haben wir ein Problem jetzt mit Neuseeland, weil die Schweiz und Neuseeland, die haben ein Abkommen, dass Neuseeland Einsicht haben kann in die Banken, was mit der AHV passiert. So was, sie sind alle in Neuseeland, wir haben das diskutiert, aber es hat sich noch nichts ergeben, ob jetzt das durchgeht oder nicht. Das ist eine sehr konkrete Frage. Sehr konkrete Frage. Ja. Ich muss sagen, ich werde eher im Moment gerade nichts sagen und es ist besser, als etwas Falsches zu erzählen. Aber ich bin gerne bereit, die Koordinaten zu nehmen, wir können das anschauen. Ich habe das bis jetzt nicht so gehört. Normalerweise diese Abkommen mit anderen Ländern, die sind sehr vergleichbar. Das ist auch ein Ziel für uns, einfach nicht, dass jedes, mit jedem Land, wir haben noch eine überall Spezifizitäten, weil man muss auch das ein bisschen noch im Griff halten können. Aber ich bin gerne bereit, wenn Sie uns die Koordinaten geben, mal das näher anzuschauen. Das war eine sehr kurze Frage. Eine allerletzte Frage können wir noch beantworten. Der Herr dort hinten hat bereits probiert. Ja, genau, bitte sehr. Jetzt funktioniert es, ja. Je vous félicite d'être notre président l'année prochaine 2018 dans la Confédération. Merci bien. Vous avez très bien parlé. Bernard Mati, Nicaragua. Vielen Dank. Es gibt aber noch eine Wahl, hein, bitte. Man muss immer da sehr vorsichtig sein. Und es gibt auch einige Wähler im Saal. Ich muss sehr vorsichtig sein. Gut, mit diesem Applaus verabschieden wir uns. Danke. Vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie Zeit genommen haben. Dankeschön. Bundesrat Alain Berset. Und das Geschenk kommt mit Ihnen mit. Ja, meine Damen und Herren, wir haben das schon ein bisschen gespürt, woher Sie alle kommen, zum Beispiel mit dieser Frage aus Neuseeland. Ich hätte kurz eine kleine Übung gern mit Ihnen gemacht, weil es mich wirklich persönlich interessiert. Ich habe mir die Frage gestellt, wie viele Stunden waren Sie unterwegs, bis Sie hier waren in der Schweiz? Wir fangen ganz einfach an. Mindestens eine Stunde unterwegs, einfach mal die Hände hoch, dann sind Sie ja wahrscheinlich alle Hände oben, nehme ich an. Ja, mindestens eine Stunde, überlegen Sie sich kurz, wie viel. Also, Moment, bitte. Per Flugzeug oder auch per Auto. Wir lassen das einfach, die Reisezeit lassen wir mal gelten. Zu Fuß ist es noch viel länger, genau, das stimmt. Also, mindestens eine Stunde unterwegs. Ja, zwei, okay, gehen schon ein paar runter. Drei Stunden, mindestens vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, immer noch Hände oben, 21 Stunden, 22 Stunden, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, ja, jetzt geht diese Dame dorthin, ich glaube, eine ist übrig geblieben. Woher sind Sie angereist? Aus etwas näher als Neuseeland, ich komme aus Australien, aber muss erst nach Brisbane und dann, so ergibt sich diese, mit zweimal umsteigen. Also herzlich willkommen, ich bedanke mich für Sie, dass Sie hierher gekommen sind, weil ich muss sagen, ich habe in den vergangenen zwei Tagen das Gefühl gehabt, es ist irgendwie eine spezielle Atmosphäre hier in Basel. Sie bringen die Welt mit nach Basel, Sie bringen den Glanz der großen, weiten Welt mit nach Basel, zusammen mit Ihrem Schweizer Pass. Also vielen Dank, ich hoffe, Sie fühlen sich hier wohl bei uns und wir machen gleich weiter, wir docken direkt an das politische Thema an, mit Thomas Milic. Thomas Milic ist ein Mann der Zahlen einerseits, er kennt die Statistiken, er kann vielleicht nicht in Ihre Seele hineinschauen, aber er kann zumindest analysieren,
wie sie sich verhalten, wie wir uns verhalten, wenn wir an die Urne schreiten. Er ist Leiterbereich Abstimmungen und Wahlen der Forschungsstelle Sotomo. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Bitte sehr, Herr Milic. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich zunächst einmal bedanken für die Einladung und auch für die Möglichkeit, hier heute zu Ihnen zu sprechen. Die Frage, mit der ich mich jetzt in den nächsten 10 Minuten beschäftigen werde, ist die Frage, ob es Unterschiede gibt, den politischen Haltungen zwischen Auslandschweizern und Inlandschweizern. Sie sehen hier einen kurzen Überblick. Ich werde nochmals kurz eingehen auf die Gründe dafür und danach einige empirische Befunde präsentieren, hauptsächlich zur Frage, sind Auslandschweizer progressiver, linker als Inlandschweizer, und dann auch, sind Auslandschweizer behördenfreundlicher, stimmen sie häufiger so ab, wie es der Bundesrat empfiehlt im Vergleich zu den Inlandschweizern. Und zuletzt, sofern es die Zeit erlaubt, noch ein ganz kurzes Resümee. Wie gesagt, nochmals kurz die Gründe für die Unterschiede. Bin ich sicher, ob das im Kurzfilm auch schon angedeutet wurde. Wenn wir nun davon ausgehen würden, ich mache nebenbei eben auch noch Umfragen, dass die Auslandschweizer eine zufällig gezogene Stichprobe oder Teilmenge aus der Grundgesamtheit aller Schweizer wären, dann gäbe es eigentlich keinen Grund zur Annahme, dass es Unterschiede gibt im Stimmverhalten oder auch in den politischen Präferenzen zwischen Inlandschweizern und Auslandschweizern. Sie wissen, dem ist nicht so. Auslandschweizer halten sich nicht zufällig auf im Ausland, sondern es gibt hier ganz spezifische Wegzugsgründe. Einige habe ich schon erwähnt, darauf werde ich auch aus Zeitgründen jetzt nicht eingehen. Vielleicht zunächst einmal hier zum ersten Punkt, um auch den Laserstrahl zu testen. Das ist ein Spezialfall der Kanton Genf. Viele Auslandschweizer, oder zumindest eine erhebliche Zahl der Auslandschweizer, die in diesem Kanton als Stimmberechtigte registriert sind, sind wegen den teuren Mieten, teuren Lebenshaltungskosten ins grenznahe französische Ausland umgezogen und sind dementsprechend ja, nominell Auslandschweizer, aber logischerweise geografisch und auch psychologisch sehr nahe bei der Inlandschweiz. Ihr Lebensmittelpunkt, der Arbeitsmittelpunkt ist sicherlich noch in Genf. Und das ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, weshalb die Unterschiede im Stimmverhalten zwischen den Auslandschweizern im Kanton Genf und den Inlandschweizern im Kanton Genf sehr gering ist. Er ist in den anderen Kantonen deutlich größer. Und das wird höchstwahrscheinlich der Grund sein. So, dann gibt es private Gründe, geschäftliche Gründe, Weiterbildung, das wurde ja alles schon im Kurzfilm angedeutet. Zuletzt vielleicht noch auf eine Gruppe von Auslandschweizern, die ich im Übrigen aus eigener Erfahrung kenne. Meine Eltern gehören dazu. Eingebürgerte Schweizer und Schweizerinnen, die dann den Lebensabend im einstigen Heimatland verbringen. Im Übrigen, meine Eltern sind mittlerweile wieder zurückgekehrt. Der letzte Punkt ist im strengen Wortsinne natürlich kein Wegzugsgrund, sondern was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, ist vielmehr, ich glaube, das leuchtet sofort ein, je länger man sich aufhält im Ausland, desto größer ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass man durch diesen neuen Kontext, außerschweizerischen Kontext, wenn Sie so wollen, geprägt wird. Auch die politischen Präferenzen mitgeprägt werden. Ich lasse diese Folie hier weg aus Zeitgründen. Aus ihr sollte zumindest ansatzweise hervorgehen, dass eben diese spezifischen Wegzugsgründe tatsächlich sich auch abfärben auf politische Präferenzen, auf politische Einstellungen. Stattdessen komme ich gleich zu sprechen auf das Stimmverhalten der Auslandschweizer und der Inlandschweizer. Dazu zwei wichtige Vorbemerkungen. Bei den nachfolgenden Werten handelt es sich um Schätzungen. Es sind 12 Kantone aktuell, neu ist auch der Kanton Zürich hinzugekommen, die das Stimmverhalten der Auslandschweizer gesondert ausweisen. Das sind nicht alle Auslandschweizer, aber wir haben auf der Basis dieser 12 Kantone dann eine Hochrechnung ermittelt. Also das ist eine Schätzung, das ist keine amtliche Statistik. Und eine weitere wichtige Vorbemerkung: als Vergleichsgröße diente nicht das Stimmverhalten der Inlandschweizer, sondern der Gesamtschweiz. Die Gesamtschweiz wäre in diesem Fall Inlandschweizer und Auslandschweizer. Sie fragen sich vielleicht, ja, wieso nicht gleich das Stimmverhalten der Inlandschweizer ausweisen? Wäre doch vielleicht etwas besser gewesen.
aus praktischen Gründen. Sie haben es hier bei einer durchschnittlichen Stimmbeteiligung der Auslandschweizer etwa 30% beträgt der Anteil der Auslandschweizer am Stimmkörper, die am Urnengang dann auch teilnehmen, etwa 2%. Also diese Unterscheidung zwischen Inlandschweizer und der Gesamtschweiz, die ist nur dann relevant, wenn es wirklich ein sehr, sehr knapper Entscheid war. Einen solchen Fall gab es, war auch in den Medien präsent, Sie kennen ihn, RTVG, darauf komme ich ganz kurz zu sprechen. Gut, ich habe in einem ersten Schritt die Ja-Stimmenanteile für Auslandschweizer und Inlandschweizer, beziehungsweise eben nicht, sondern Gesamtschweiz, ausgewiesen. Und was Sie hier sehen, sind nun die Fälle zwischen 2011 und 2017. Ich glaube, das waren etwa 60-70 Vorlagen insgesamt. Das waren die Fälle, wo der Ja-Stimmenanteil der Auslandschweizer tiefer lag als für die Gesamtschweiz. Sie sehen auch, das kommt nicht sonderlich häufig vor. Ich glaube, das hier ist höchstwahrscheinlich der spektakulärste Fall, wenn man so will, die Masseneinwanderungsinitiative. Sie wurde ja ganz knapp angenommen. Die Auslandschweizer hingegen haben die Masseneinwanderungsinitiative relativ deutlich abgelehnt. Viel häufiger kommt nun der folgende Fall vor. Der Ja-Stimmenanteil bei den Auslandschweizern ist höher als bei den Inlandschweizern. Vielleicht auch hier bloß ein Beispiel ganz oben. Das ist hier das krasseste Beispiel, wenn Sie so wollen, der Familienartikel. Vielleicht erinnern sich einige unter Ihnen, der scheiterte am Ende am Ständemeer, nicht am Volksmeer und sicherlich nicht an den Auslandschweizern, denn die haben den Familienartikel zu fast 80%, mit einem Ja-Stimmenanteil von fast 80% angenommen. Also das ist hier der Normal- und Regelfall. Der Ja-Stimmenanteil bei den Auslandschweizern ist höher als bei den Inlandschweizern. Und zuletzt gibt es etwa ein Dutzend Fälle, die wenig spektakulär sind, und zwar deswegen, weil das Stimmverhalten von Inlandschweizern und Auslandschweizern deckungsgleich ist oder fast deckungsgleich. Gut, an sich sind die bisherigen Befunde noch nicht ganz so aussagekräftig. Und zwar aus einem einfachen Grund: Das Ja bei einer Abstimmung kann natürlich eine ganz unterschiedliche Bedeutung haben, je nachdem, wie die Sachfrage formuliert wurde, beziehungsweise um welche Sachfrage es geht. Um jetzt auch noch die inhaltliche Stoßrichtung des Stimmverhaltens der Auslandschweizer messen zu können oder erheben zu können, habe ich das Stimmverhalten auf einer Art progressiv-konservativ-Achse. Hier unten, da hätten wir den progressiven Pol und hier unten hätten wir den konservativen Pol. Oder diese Achse hier, diese vertikale Achse, wäre hier der progressive Pol und hier hinten der konservative Pol. Dort habe ich also das Stimmverhalten lokalisiert. Und zwar bin ich da relativ einfach vorgegangen. Sie sehen, ich habe progressiv auch in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt. Erstens, weil nicht immer ganz klar ist, was heißt das genau, progressiv. Vielleicht hätte ich hier auch besser links schreiben sollen, links, rechts. Ich habe die Parteiparolen der beiden großen Polparteien genommen, SVP und SP. SVP als traditionell konservativ definiert und SP als links. Und progressiv, wie gesagt, in Anführungs- und Schlusszeichen, ohne hier irgendwie wertend sein zu wollen. Vielleicht hier auch noch ein Beispiel, hier oben die Masseneinwanderungsinitiative. Diese vertikale Achse, ist noch schwierig, das zu treffen. Diese vertikale Achse, das ist der Entscheid der Gesamtschweiz. Und die grauen Linien, die Sie hier sehen, das sind nun die Abweichungen der Auslandschweizer in Prozentpunkten. Also etwa bei der Masseneinwanderungsinitiative waren das rund 20 Prozentpunkte Abweichung. Und was das Spannende hier ist, in welche Richtung? Nun in Richtung progressiven Pol. Wenn wir uns das Gesamtbild hier anschauen, dann stellen wir fest, in aller Regel weichen die Auslandschweizer in Richtung progressivem oder linken Pol ab. Es gibt hier nur ganz wenige Ausnahmen, nämlich die zweite Gotthardröhre wurde auch im Kurzfilm kurz erwähnt und das Arbeitsgesetz, dort ging es um die Öffnungszeiten für Tankstellenjobs. Das sind im Grunde genommen die einzigen beiden wirklich bemerkenswerten Ausnahmen von dieser Regel.
Ich habe nun in einem letzten Schritt, in einem dritten Schritt auch noch untersucht, ob Auslandschweizer allenfalls behördenfreundlicher abstimmen. Also mehrheitlich auf der Linie des Bundesrates, er ist nicht anwesend, nein, mehrheitlich auf der Linie des Bundesrates sind oder eben nicht. Ich habe hierzu eine Art Skala der Behördentreue erstellt und dann eben die Inlandschweizer und die Auslandschweizer dort lokalisiert. Hier sehen Sie nun diejenigen vier Fälle, bei denen die Ausland, wo wir ungleiche Mehrheiten hatten, erstens einmal, und wo die Auslandschweizer Behörden treu gestimmt haben, also die Empfehlung des Bundesrates umgesetzt haben. Ich sage nicht, dass sie das dann in jedem einzelnen Fall tatsächlich auch getan haben, in jedem individuellen Fall, aber im Aggregat ist das zumindest so. Und wo das Ergebnis der Gesamtschweiz eben nicht der Empfehlung des Bundesrates folgte, sondern vielmehr der Opposition, in Anführungs- und Schlusszeichen. Es gibt ja keine Opposition im klassischen Sinne in der Schweiz. Vielleicht hierzu hervorzuheben, die USR 3, gerade erst kürzlich wurde darüber abgestimmt, wurde ja abgelehnt, relativ deutlich abgelehnt, mit fast 60% Nein-Stimmen. Die Auslandschweizer haben die USR 3 angenommen. Also das als Beispiel. Das hier ist genau der umgekehrte Fall. Die Gesamtschweiz folgt der Parole oder der Empfehlung des Bundesrates vielmehr und die Auslandschweizer weichen in der Mehrheit davon ab. Das sind aber lediglich drei Fälle von etwa 70 Abstimmungen. Viel häufiger ist nun dieser Fall hier. Man kann hier kaum was lesen. Das spielt auch keine Rolle. Soll vielmehr zum Ausdruck gebracht werden, dass das der Regel- und Normalfall ist, dass wir nämlich gleiche Mehrheiten haben, bei Inlandschweizern wie auch bei Auslandschweizern. Also es gibt keinen Grund, hier die Differenzen im Stimmverhalten, die es logischerweise gibt, die habe ich ja auch aufgezeigt, überzudramatisieren, weil nur in den seltensten Fällen, hier in 7 Fällen, dann die Mehrheiten auseinanderfielen. Vielleicht ganz kurz noch zum RTVG, ich kann es hier auch kaum erkennen, das müsste dieser Fall hier sein. Sie erinnern sich, ganz knapp angenommen, ich glaube, die Differenz war 3700 Stimmen. Wenn ich jetzt in diesem Fall und nur in diesem Fall nicht das Ergebnis für die Gesamtschweiz, sondern bloß für die Inlandschweizer ausgewiesen hätte, dann hätten wir hier in diesem Fall ungleiche Mehrheiten. Die Inlandschweizer haben das RTVG abgelehnt, sehr knapp abgelehnt, die Auslandschweizer relativ komfortabel angenommen. Dadurch ist unter anderem dadurch, man muss hier vorsichtig sein und das Ganze vorsichtig formulieren, ist das Resultat dann auch gekippt. Man könnte aber eigentlich auch jede andere beliebige Merkmalsgruppe nehmen. Gut, vielleicht nur ganz kurz zum Wahlverhalten. Hier präsentiert sich uns dasselbe Bild wie bei den Abstimmungen. Auslandschweizer wählen linker als Inlandschweizer, die SP. Es wurde im Film ja schon angetönt, ist die wählerstärkste Partei unter den Auslandschweizern. Bei den Inlandschweizern belegt sie den zweiten Rang mit einem doch gehörigen Abstand zur SVP. Wenn wir uns das noch etwas genauer anschauen würden, dazu fehlt höchstwahrscheinlich die Zeit, würden wir allerdings feststellen, dass wir zwischen 2011 und 2015 ganz ähnliche Trends haben. Also sowohl in der Inlandschweiz wie auch in der Auslandschweiz. Und das führt mich zu folgendem Fazit. Zunächst einmal Auslandschweizer stimmen, ja, im Normalfall progressiver, linker ab, gesellschaftsliberaler als die Inlandschweizer. Aber dann auch gleich Entwarnung, die Unterschiede sind nicht derart dramatisch. Und in den seltensten Fällen, sage ich mal, gibt es dann auch ungleiche Mehrheiten. Und in noch selteneren Fällen kippt das Resultat als Konsequenz dieser ungleichen Mehrheiten. Ich glaube, es gibt auch so etwas wie eine Prägung durch den außerschweizerischen Kontext. Ich könnte mir das bei der zweiten Gotthardröhre zumindest denken, das ist bloß eine Spekulation, und dann auch bei den Öffnungszeiten für Tankstellenshops. Ich gehe davon aus, im europäischen Ausland sind die schon viel stärker liberalisiert. Man ist sich das schon gewohnt und hat deswegen möglicherweise auch viel stärker dem zugestimmt als die Inlandschweizer. Und zuletzt können wir häufig ähnliche Trends beobachten und das führt mich zum Schluss, dass die Auslandschweizer sicherlich auch dank dem Internet, vielleicht auch anderen Medien,
so das Gespür haben für atmosphärische Spannungen für die politische Grosswetterlage in der Schweiz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Milic. Eine kurze Frage vielleicht zum Ansetzen. Jetzt hat ja gestern, haben wir erfahren, und Herr Bundesrat Berset hat das ja auch mit Freude zur Kenntnis genommen, dass sich die Delegierten für ein Jahr bei der Rentenreform ausgesprochen haben. Wenn wir das jetzt mal beiseite lassen, wenn diese Abstimmung gestern nicht stattgefunden hätte und ich Sie heute fragen würde, was meinen Sie, in welche Richtung tendieren die Auslandschweizer gerade bei dieser Abstimmung am 24. September? Wären Sie zum selben Schluss gekommen, aufgrund dieser vorliegenden Daten? Ja, als Umfrageforscher wäre ich selbstverständlich zum selben Schluss gelangt. Natürlich, was sonst? Nein, wenn das wirklich stimmt, was ich soeben vorgetragen habe, dann dürfen wir erwarten, dass die Auslandschweizer eben bei der Altersvorsorge 2020 auch einen höheren Ja-Stimmenanteil aufweisen werden als die Inlandschweizer. Bei der AHV Plus-Initiative beispielsweise, darüber haben wir, glaube ich, letztes Jahr 2016 abgestimmt, was auch schon eine Differenz, glaube ich, von 7-8 Prozentpunkten. In derselben Größenordnung wird wahrscheinlich auch die Differenz dieses Mal ausfallen, vermute ich. Wir werden es sehen. Fragen an Herrn Milic. Ja, bitte, der Herr dort. Ja. Ja. Hans-Georg Bosch, Ratsmitglied Südafrika. Wir haben ein Problem, dass wir auch mit den Mitgliedern aus anderen Ländern, Australien, Neuseeland, Südamerika etc. Bei uns kommen die Abstimmungsunterlagen normalerweise an zwischen einer Woche vor der Abstimmung und 2-3 Wochen nach der Abstimmung. Damit verfälscht sich automatisch das Bild der Abstimmungsresultate der Auslandschweizer. Ich nehme das so zur Kenntnis mit der Organisation, nicht des Urnenganges, des eidgenössischen oder der eidgenössischen Urnengänge, bin ich selbstverständlich nicht betraut. Aber ich vermute auch, dass zumindest bis zu einem gewissen Grad das Stimmergebnis am Ende etwas verfälscht oder gebiased wird, dadurch, dass gewisse Auslandschweizer in gewissen Kontinenten nicht imstande sind, rechtzeitig ihr Stimmkuvert abzuschicken. Umso nötiger ist natürlich E-Voting jetzt gerade in Ihrem Fall. Eine weitere Frage, und das wird mit Akklamation zur Kenntnis genommen. Ja, bitte einfach kurz die Hand hochheben. Und sonst bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen, Herr Milic. Vielen Dank, das war sehr einsichtsreich. Alles Gute und auch an Sie dieses Geschenk. Vielen Dank, Herr Milic. Ja, gleiche Heimat, taugt die Heimat als Kriterium zur Definition der Nationalität? Das ist ein sperriger Titel, den wir als nächstes miteinander diskutieren wollen. Ich begrüße gleich zwei Persönlichkeiten. Den einen kennen Sie schon etwas besser, weil er ist einer der Ihren quasi. Auf der anderen Seite begrüße ich jetzt gleich Irena Brezhna, geboren in Bratislava. Sie ist preisgekrönte Journalistin und Buchautorin. Sie hat den Schweizer Literaturpreis 2012 erhalten für ihr Buch Die undankbare Fremde. Ich sage nur in zwei Sätze zu ihrem Buch, damit wir uns etwas vorstellen können. Da ist eine junge Frau, die aus einer Diktatur in ein reiches Land fliehen muss, wovon ihr Anpassung und Dankbarkeit erwartet wird. Doch sie wird dort nicht heimisch, sondern näht sich aus verschiedenen Kulturfetzen eine neue Identität zusammen. Und da spüre ich natürlich etwas Biografisches, Autobiografisches dabei, das werden wir gleich etwas vertiefen. Und auf der anderen Seite Giancarlo De Finti, er ist Auslandsschweizer in Italien, speziell engagiert in Mailand, wie Sie vielleicht wissen, Präsident der Società Svizzera di Milano, engagiert auch im Dachverband der Schweizer Vereine in Italien und seit 2009 ja im Auslandschweizerrat. Das wissen Sie alles besser als ich. Herzlich willkommen, Sie beide. Dieser Applaus ist schon mal für Sie. Ja, wir haben hier zwei Menschen, die ihr Heimatland verlassen haben. Das klingt jetzt etwas groß vielleicht, aber sicher ganz unterschiedliche Gründe, kann ich mir vorstellen. Irena Brezhna, wie ist es als Junge? Sie waren, glaube ich, 18 Jahre alte Frau, das Land zu verlassen, das Heimatland zu verlassen und in ein neues Land zu gelangen. Was waren Ihre ersten Eindrücke hier in der Schweiz damals? Ja, darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Ja. Aber ich wurde von den Eltern emigriert, also diese gewaltsames Wegtragen einer Jugendlichen, die ja schon sich
ja in eine Gemeinschaft eingelebt hat und auch ich wollte mich engagieren für mein Land. Und dieses gewaltsame Abhandenkommen der Heimat führte dazu, dass ich ein Heimatorgan entwickelt habe. Ein Heimatorgan? Ja. Ja. Was heißt das? Ja, so Heimatsinne entwickelt habe. Und mit denen habe ich dann überall auf der Welt gesucht, wo könnte die Heimat sein. Und irgendwann habe ich entdeckt, dass tatsächlich man kann die Heimat wiederfinden, aber die ist zerschlagen. Das sind Scherben oder irgendwelche Wrackreste. Und aus denen kann man sich eine neue Identität zusammenbasteln. Oder ich habe entdeckt, dass im Fremdsein kann man sich integrieren. Und ziemlich gut. Es wird auch, ich lebe darin ziemlich heimisch. Es ist das Fremdsein als Denkbeschleuniger zum Beispiel. Das Fremdsein als Denkbeschleuniger, was heißt das konkret? Ja, also da hat auch Herr Berse gesagt, dieser Beitrag, wenn man außerhalb des Landes lebt und einen anderen Blick bekommt auf das Land. Und so habe ich einen, diesen Außenposten und von da kann man ja auch die angestammten kulturellen Dogmen, die werden ja in Frage gestellt, also diese totale Verunsicherung oder Umwertung aller Werte, die geschieht. Und dann schaut man sich die neuen kulturellen Eigenschaften oder die Errungenschaften oder was das ist an und nimmt Abstand. Oder ich suche mir das Beste heraus, was mir gefällt. Ich bin nicht mehr ausgeliefert, irgendeinen Nationalcharakter oder eine Folklore zu spielen. Können Sie sagen, wo Ihr Heimatorgan in der Schweiz zum ersten Mal so resoniert hat, wo Sie gesagt haben, ja, das könnte eine Heimat werden für mich hier? Ich glaube, als ich meinen ersten Sohn geboren habe und man hat mir geholfen, es war eine schwierige Geburt und als hätte dieser Sohn das gespürt. Wenn Sie in Basel landen, dann gehen Sie durch so einen langen Gang und dort ist Basel, so ein Riesenbild, ein Foto Basel im Morgennebel. Und das hat mein Sohn fotografiert. Er arbeitet für Schweiz Tourismus. Er ist also ein ausgesprochener Lokalpatriot. Er macht auch immer diese wunderbaren Bilder von der Schweiz. Und ich sage ihm, ja, kannst du nicht einen Abfallsack da noch in die Ecke stellen? So, um ein bisschen realistischer zu sein. Ist ein bisschen zu schön. Ist ein Ästhet offensichtlich. Ja. Ja. Nein, er liebt diese wunderbare Schweiz, diese Harmonie, mit der die Mutter immer gekämpft hat. Das ist dann die zweite Generation, sehen Sie. Sehr schön, vielen Dank. Da spüre ich mich zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Hier der Teenager, der quasi aus der Heimat rausgerissen wird, kann gar nicht anders. Ihre Eltern haben gesagt, wir kommen jetzt in die Schweiz. Und auf der anderen Seite Gianfranco De Finti, der offensichtlich einen bewussten Entscheid gefällt hat, ich gehe nach Italien. Wie alt waren Sie damals? Ich war 28 Jahre alt. Ja. Und das war rein Zufall. Mir wurde gefragt, ob ich nach Italien gehen würde. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Mhm. Aber das war Zufall. Ich bin gegangen. Ich bin sehr froh, dass ich gegangen bin. Können Sie sich noch erinnern an diesen ersten, wir haben hier den Schweizer, so diese etwas größeren Bogen gefunden, wo die Schweiz als neue Heimat dann entdeckt wurde im Fall von Irina Breschner. Wie war es in Italien? Was war das Erste, wo Sie gesagt haben, ja, hier kann ich heimisch werden? Bei mir wäre es wahrscheinlich eine kleine Tasse Espresso. Nein. Wie war es bei Ihnen? Es war nicht ganz heimisch. C'était très difficile à commencer. Oui. Après, j'ai commencé à connaître l'Italie et j'ai dit, mais ça peut être ici que je vais vivre. Et j'ai décidé enfin, après une année, de rester là-bas. Mm-hmm. Et je suis content d'être là-bas. Moi, je retourne souvent au Tessin, ça me plaît beaucoup, mais en tout cas, ça me plaît beaucoup aussi être à Milan. C'est ça. Mm. Aber diese Unterschiede zwischen der Schweiz und Italien, was ist Ihnen aufgefallen am Leben in Italien? Was waren so die ersten Unterschiede, wo Sie gemerkt haben, ja, jetzt bin ich tatsächlich halt ein paar Kilometer über die Grenze weg ins Ausland gegangen? Ja, das ist also, es ist très difficile à dire au commencement. Hein. Mais j'ai trouvé tout de suite à Milan des copains, des gens qui me connaissaient. Et
un système de vie complètement différent du Tessin. Alors là-bas, tu peux vivre dans un système assez libre, on peut dire. Tandis qu'au Tessin, on est lié avec certaines possibilités de mouvement, pas possibilités de mouvement, je ne veux pas dire que c'est, qu'on doit, on peut pas faire ce qu'on veut, en tout cas. Hein. Mais la différence entre la Suisse et l'Italie, dans ce cas, c'est vraiment une belle différence. Okay. Un bisschen konkreter, was heißt das? Qu'est-ce que ça veut dire, la différence? Non, je ne voudrais pas dire des choses qui ne vont pas bien, en tout cas. Je ne peux pas. D'accord. Wir waren beim Stichwort Heimat. Auch an Sie die Frage, Gianfranco De Finti. Wo fühlen Sie sich heimisch? Was ist Heimat für Sie? Heimat für mich ist, ma patrie, c'est le lieu où je suis né. Où j'ai grandi, où j'ai étudié, en tout cas, où j'ai mes profondes racines. Que je connais la langue, peut-être aussi le dialecte, pour moi c'est le dialecte estinois, c'est peut-être le schweizerdeutsch ou bien le français du Savièse. Et je reconnais les traditions de ce pays-là et qui m'ont été transmises par mes parents, par mes grands-parents et par les amis. Ça, c'est pour moi la patrie. Da würde ich gerne schnell zu Irina Breschner rübergeben. Also für Sie ist klar, die Heimat ist dort, wo ich geboren bin, dort, wo ich die Sprache gelernt habe. Wie sehen Sie das? Es gibt ein Gedicht von Baudelaire, L'étranger, und man fragt ihn, ta patrie, und er sagt, j'ignore, sous quelle latitude elle est située. Und dann fragt man, que tu aimes, l'homme énigmatique, les nuages qui passent là-bas, les merveilleux nuages. Also man würde heute mit den soziologischen Begriffen sagen, dieser Mensch lebt im dritten Raum. Es gibt ja auch dann Begriffe hybride Identität, also ich bin sowohl wie auch, oder mir eröffnen sich ständig neue Heimaten, also nicht nur Singular, sondern Plural, oder wir leben in einer fluiden Epoche, oder dieser L'étranger lebt die transnationale Selbstverständlichkeit. Das ist ein großer Begriff. Die transnationale Selbstverständlichkeit. Ja, also ja. Es gibt ja vieles, und was ist schon die Heimat, wenn man das ja nicht so geografisch eindeutig festlegen kann. Ich finde, wenn ich mich einsetze für etwas, dann empfinde ich Heimat. Ich habe für verschiedene Gruppen gearbeitet, zum Beispiel auch die Frauenbewegung in der Schweiz, als es hier noch so arg war und die Frau war ein Mündel. Und da fand ich wirklich, da muss ich mitmachen. Meine drei Bücher habe ich beim ersten feministischen Verlag in Bern veröffentlicht. Jetzt in den letzten zwei Jahren habe ich gekämpft für zwei Pappeln, die Stadtgärtnerei fällen wollte vor meinen Fenstern. Mhm. Und weil meine Söhne Juristen sind, dann haben wir das alles zusammen gemacht und durchgezogen bis zum Appellationsgericht. Und es gab so einen Schweizer Kompromiss. Eine Pappel wurde gefällt, die andere. Willkommen in der Schweiz. Wie wäre die Lösung in Milano, wenn es um zwei Bäume geht? Was wäre der italienische Kompromiss? Nicht beide zu treffen, auf jeden Fall. Nicht beide zu treffen, okay. Heimat und Nationalität. Wie steht es eigentlich um Ihre Nationalität? Haben Sie noch welche Pässe haben Sie? Ja, beide. Also ich bin auch stolze Bürgerin der Europäischen Union, jawohl, als Slowakin und den Schweizer Pass. Ja. Und in Ihrem Fall natürlich? Ich habe auch zwei Pässe, auf jeden Fall. Aber ich bin ein Schweizer, ein Auslandschweizer, expatrié de première génération. Mhm. Et pour moi, je vis près de la Suisse et j'ai un grand souvenir de cela. Mais je vous dis, alors, il faut regarder bien la première génération et les autres de deuxième ou de troisième génération. Alors pour moi, donc, le concept de patrie nationalité, il n'y a pas de choix. Je suis Suisse, ma patrie est la Suisse. Je pensais quand même, je vous ai dit de passeport, mais quand même, ma patrie et ma nationalité, c'est Suisse. C'est ça. Il n'y a pas de discussion pour ça.
Und wenn es weitergeht, wenn man jetzt zum Beispiel auch in Ihrem Bekanntenkreis, Zweit-, Drittgeneration, was für einen Bezug haben die zur Schweiz? Oui, oui. Là, avec les Suisses de deuxième ou de troisième génération, là, il y a quelque chose qui n'est pas la même chose que pour nous. Mm-hmm. Alors, les Suisses de deuxième génération ont grandi dans un pays qui n'est pas la Suisse, en tout cas. Hein. Ils ont des amis qui ne sont pas des Suisses, ou peut-être aussi des Suisses, mais ils ont vécu dans un pays avec d'autres traditions. Et de pertinence de la Suisse, peut-être qu'on est seulement le Grütli, le sémant du Grütli, ou le Guillaume-Tell, ou peut-être aussi le Gotthard. Mais pour eux, ça, le concept de Suisse, c'est exactement le mien, mais à l'envers. Alors eux, ils connaissent l'autre pays, ils connaissent par exemple l'Italie, et de la Suisse, ils savent bien peu. Mm. C'est ça le problème. Wie sieht es zum Beispiel mit Ihren Söhnen aus? Was für einen Bezug haben die gefunden zu ihren Wurzeln, würde ich jetzt mal sagen, wo sie als Kind aufgewachsen sind? Gibt es da einen Bezug? Ja, aber ich glaube, Sie haben natürlich viel stärker schon hier die Wurzeln. Also dieselbe und, Situation, ja. Ja. Ja, Sie sprechen mit mir Slowakisch, ein Pidgin Slovak, so wir mischen schon alle. Ja. Aber immerhin, und was noch mich betrifft, also ich bin wirklich insofern integriert, dass ich auf Deutsch schreibe. Mhm. Und dieses, das will ich betonen, diese fremde deutsche Sprache ist mir so vertraut geworden und gleichzeitig, eben weil ich so ein Lied, ein Lob auf das Fremdsein singen will, also auch das war ja das Dogma so lange der Muttersprache, man kann nur in der Muttersprache schreiben. Und so ein Wagnis, ich schreibe jetzt in dieser Sprache, die ich mit 18 gelernt habe. Und ich kann ja nicht zurück. Wir haben ja nie gedacht, der eiserne Vorhang fällt eines Tages. Und das ist sehr reizvoll für mich, in eine Fremdsprache zu schreiben. Das gibt mir Freiräume. Also die Heimat und die Muttersprache, die können ja auch einengen und man die Muttersprache klebt allzu sehr an der Zunge. Und in dieser fremden Sprache kann ich vieles hinterfragen. Es gibt ja manchmal die Frage zum Träumen. In welcher Sprache? Ich träume in vielen Sprachen. In vielen Sprachen? Ja. In Ihrem Fall, Gianfranco De Finti? Schweizerdeutsch. Ich lüge nicht, das ist wahr. Das ist lustig. Sie haben mir einen schönen Satz im Mailverkehr geschrieben, Gianfranco De Finti. Chacun de nous a le droit de chercher un lieu où il se sent à la maison. Exactement, oui. Wie kamen Sie darauf? Ja, es ist eben so, wenn man in einem Land sich wohl fühlt. Ich habe das Recht dazu sagen, das Land ist mein Land. Mhm. Und es ist nicht gesagt, dass ich muss unbedingt sagen, ja, es ist mein Land, aber die Schweiz ist etwas anderes. Nein, das Land, wo ich mich wohlfühle, in dem Fall, wenn ich im Ausland bin, seit einigen Jahren, es ist mein Land. C'est ma patrie. Und Sie haben einen Syrer kennengelernt vor einer gewissen Zeit, ja. Der in die Schweiz gekommen ist, noch vor der Krise. Und Sie haben sich mit ihm über diese zweiten, Drittgeneration-Geschichte ebenfalls ganz genau, ich habe mit ihm gesprochen. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit, je suis ici en Suisse. Je suis intégré en Suisse. J'ai le passeport suisse. Mais ma patrie, c'est la Syrie. Alors, je lui ai dit, et tes fils, qu'est-ce qui se passe avec tes fils? Oui, tu sais, ils ont aussi le passeport syrien. Mais ils ne savent rien de la Syrie. Pour eux, la patrie, c'est la Suisse. Il m'a dit comme ça, et il avait raison, les fils, les deuxièmes générations sont pratiquement toujours comme ça. Ils oublient peut-être la patrie de provenance des parents. Wir sind, ja? Ich sage auch, ich habe heute Morgen meinen jüngeren Sohn gefragt, also was ist für dich die Heimat? Und er hat gesagt, das ist der Ort, wo ich die Mitsprache habe, also wo ich die Gesellschaft mitgestalten kann und darf. Ja, und meine Heldin in dem Buch sagt, zu Hause ist, wo ich motzen darf. Wir haben, ich glaube, die gleichen Meinungen, oder? Genau. Wir sind schon fast am Ende dieser Runde. Gibt es Fragen, Bemerkungen, Erfahrungen vielleicht? Bitte der Herr dort, ja? So war das Otis, ja? Oui. Hallo, grüezi, bonjour, Constantin Kokinos de la Grèce. Alors, vos discours nous ont confondus davantage. C'est bien, on se sent tous exactement ce que c'est
un Suisse de première génération qui est allé de l'autre côté de la frontière, une étrangère, une européenne qui est venue en Suisse. C'est le mélange complet. Je pense que nous tous, on est un mélange complet. Finalement, qu'est-ce que c'est d'être un Suisse? C'est un choix, et c'est ça la différence par rapport aux Suisses de la Suisse. C'est un choix délibéré de vouloir être un Suisse, de se sentir un Suisse. Que ce soit la dame, Madame Bisna, qui est une Européenne, mais Suisse à la fois, comme nous tous, comme 70% de nous tous, on est des doubles nationaux. Ou comme M. Definti, qui est un Suisse averti, qui reste sur ses positions suisses. Alors, cet esprit confondu, c'est ce qui nous exprime le plus, mais c'est un choix. C'est quelque chose que nous avons décidé et que nous nous sentons prêts d'être ici parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur et dame. Danke schön. Ich würde, ja. Ja, ich bin ganz einverstanden. Ich glaube, die Heimat irgendwann erschaffe ich mir selbst. Ich muss ja eine Position einnehmen. Ich kann ja meine alte Heimat auch verwerfen oder Heimat, die mir wehgetan hat, mich verletzt hat. Oder ich kann sie wieder neu wählen oder eine andere, wo ich, ja, also ich empfinde das auch als etwas Aktives. Das ist das Choix, die Sie genau, Emmanuel. Ja, genau. Noch eine letzte Frage, Bemerkung, ja, bitte sehr. Mein Name ist Max Petitjean von Tokio. Ich bin seit 39 Jahren in Japan und habe zwei Kinder und habe mit meinen Kindern immer Baseldeutsch vom ersten Tag gesprochen. Es würde mich vielleicht interessieren, wie ihr das getan habt, weil ich habe dann noch eine Erfahrung mitgemacht, dass als Basler manchmal nicht so einfach ist, weil meine Kinder gingen an die deutsche Schule in Japan und die geben mir heute noch auf Deutsch Antwort und ich spreche immer noch schönes Baseldeutsch mit Ihnen. Sehr schön. Ja, die Frage. Je crois que c'est mon cas. À mes fils, je leur fais apprendre le Tessinien dialect. Il parle correctement le dialect tessinois. Il se sent plus lié au Tessin, à la Suisse, que peut-être à l'Italie. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Il y a beaucoup de parents qui n'enseignent pas la langue de provenance. Et encore plus si un des parents, il est suisse et l'autre, il n'est pas suisse. Alors là, c'est très difficile de pouvoir enseigner au fils une langue, c'est pas, qu'il soit une langue suisse, le tessinois, le schweizerdeutsch ou bien le français. Mais ça dépend beaucoup par les parents qui doivent enseigner à leur fils la langue du pays où ils viennent. Und in Ihrem Fall ist es, glaube ich, so eben, Sie haben ja die Sprache noch weitergegeben. Ja, und meine Söhne antworten. Und natürlich, wenn jemand dabei ist, der nicht versteht, dann sprechen wir Hochdeutsch. Aber manchmal, wenn sie bestimmte Wörter kennen sie nicht. Und dann sagen sie das auf Deutsch. Aber ja, aber sie sprechen mit mir und sie haben das auch gerne. Mein Bruder zum Beispiel hat die Sprache nicht weitergegeben. Und sein Sohn ist wütend auf ihn deswegen. Sehr gut. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Irina Brezhna. Ihr Buch liegt auf, Die undankbare Fremde, liegt draußen vor, auch in übersetzten Versionen. Auch Französisch und Italienisch. Und Italienisch, sehr schön. Gianfranco De Finti, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das ist Ihr Applaus. Dankeschön. Merci vielmals. Frau Brezhna, vielen Dank. Dankeschön. Und das ist auch Ihr Geschenk an Sie. Vielen Dank. Ja, wir sind etwas im Verzug, aber ich glaube nicht allzu schlimm. Naja, eine Viertelstunde etwa, das schaffen wir bis zur Pause. Wir begrüßen jetzt nämlich zwei junge Doppelbürger bei uns. Auf der einen Seite Najib Burkis, er ist Mitglied des Auslandschweizer Jugendparlaments, und Guido Dauria, Mitglied des Auslandschweizer Jugendparlaments. Kommen Sie doch gleich nach vorne. Zwei Altbekannte in dem Fall, gleich da drüben. Hallo, herzlich willkommen. Was mich nicht interessiert immer, wie lebt es sich eigentlich mit so zwei Pässen? Wenn man zwei Pässe hat, wir haben gehört, ein bisschen zwischen Stuhl und Bank, wenn man es negativ formuliert, oder man sieht es als Chance, wenn man beide Pässe haben kann, als Privileg. Wie ist es in Ihrem Fall, Najib Burkis, zwei Pässe zu haben?
Also zwei Pässe zu haben, ist eigentlich eine, die Gelegenheit, auf zwei Welten irgendwie zu veröffentlichen und auf zwei, also zwei Kulturen zu erleben. Mhm. Und also ich finde es eigentlich sehr interessant, weil man also versucht irgendwie, also versucht sich irgendwie zu integrieren, also in beiden Ländern, und versucht sich auch zu vernetzen und die irgendwie das perfekte Balance, also oder Balance die zwischen Gleichgewicht zu finden. Ja, ja. Das perfekte, also die perfekte Gleichgewicht zwischen die beiden Länder. Auf Ihr Leben in Tunesien kommen wir gleich. Jetzt im Fall von Guido Dauria, wie ist es für Sie? Zwei Pässe zusammen, den italienischen und den Schweizer? Also ich finde, das ist ganz richtig, was Najib gesagt hat. Also meine Seite persönlich, meine Erfahrung, ich habe nur einen Pass, mein Schweizer Pass. Okay. Und, aber ich hatte eine italienische ID-Karte und wie gesagt, schon vorher, die Schengen-Abkommen hat erlaubt, mit einer ID-Karte rumzureisen, das ist kein Problem. Und als, also mit dem Schweizer Pass, ich bin einverstanden mit was auch die Bundespräsidentin Frau Lotte hat gesagt hat, es ist eine Chance, es ist auch eine Möglichkeit zum Reisen, aber es ist auch eine Verpflichtung, weil wir sind auch immer noch Vertreter der Schweiz, speziell im Ausland, das ist meine Sicht. Was heißt das? Weil, also was kommt mit dieser Pflicht? Ich würde sagen, mit einem Wort Swissness, weil das ist überall, wenn man auch vorher, es wurde erwähnt vom Herr Burkhalter, der Bundesrat Burkhalter hat gesagt, es gibt Stereotypen und das ist auch ein symbolisch, also symbolisch gesehen auch wichtig, dass die Schweiz als solche vertreten wird. Ich möchte kurz eben, wie gesagt, auf Ihr Leben in Tunesien. Sie sind in einer Ferienregion, wenn Sie in Tunesien sind, in Djerba. Das stellt man sich wahnsinnig malerisch vor. Ich war mal als Teenager in Djerba mit 14, 15 Jahren. Damals Sohn meiner Eltern, war wunderbar. Cool. Wie ist das Leben sonst? Also wenn man jetzt als Schweizer oder als Doppelbürger nach Tunesien geht und Djerba quasi mit einem tunesischen Pass erlebt. Also Djerba ist eigentlich, ja, es ist eigentlich ziemlich anders. Also am Anfang, als ich nach Djerba ging, also ich finde es total anders, also voll die traumhafte Erlebnis und so, weil dort, also man findet, es ist eine Insel, findet man nur das Meer und also nur ein schönes Wetter und so. Klingt malerisch, klingt ja schon mal gut. Und aber die Alltagsstruktur, also wenn man sich dann bewegen muss, wie sehen die politischen Strukturen zum Beispiel aus auf Djerba? Oder in Tunesien, Entschuldigung. Also momentan ist eigentlich, es hat sich sehr entwickelt, nach der Revolution seit 2011. Mhm. Es war ein bisschen chaotisch in dieser Zeit 2011, es war sehr unstabil eigentlich. Aber es hat sich entwickelt und sich verbessert und also die Politiker dort haben mit der Zeit sich gewöhnt, in einer Demokratie zu leben. Und momentan kann man einfach so ziemlich frei reden, ohne Barriere, ohne Angst, einfach, ja, und das finde ich sehr angenehm. Ja eben, natürlich, das wäre meine nächste Frage. Sie kennen die Free Speech quasi, dass man darf hier alles sagen, man darf publizieren. In Tunesien war das aber sehr wahrscheinlich anders, vor dieser Revolution 2011. Eben, das spüren Sie noch etwas? Vor der Revolution war, also vor 21 Jahren, war ziemlich, zu sagen, dangereux. Gefährlich, es war sehr gefährlich eigentlich. Und wenn man was sagt oder wenn man was Falsches sagt, dann ist er verfolgt, also von der Polizei. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn man was sehr Schlimmes sagt, dass er im Gefängnis landet. Also man muss eigentlich ziemlich vorsichtig sein, um was er sagt. Das heißt, ein Land in der Öffnung, das jetzt noch lernen muss, wie man sich mit demokratischen Prozessen bewegt. Sie sind beide junge Auslandsschweizer, Sie sind ja politisch engagiert. Was heißt das für junge Auslandsschweizer, die sich politisch engagieren? Gibt es viele wie Sie, frage ich jetzt ganz direkt? Oder also, ist es ein kleines, eingeschworenes Grüppchen? Wir arbeiten daran, dass es immer größer wird, weil sieht man, Durchschnittsalter ist ziemlich hoch. Aber es ist auch schwierig, die Leute, speziell die jungen Leute, ja, anzuziehen. Deswegen arbeiten wir daran, speziell mit IPSA, also Jugendparlament für Auslandsschweizer. Jetzt wurden wir im 2015 gegründet und eben, wir gestalten Projekte und versuchen, was
für die Jungen interessant ist, zu finden, herauszufinden. Und Italien ist ein spezielles Vorbild, finde ich. Ich komme aus Italien, nicht als Propaganda, aber ich sage, für uns war ein Vorbild, weil Collegamento Italiano, das heißt, die Verein, Dachverband vom 61, italienische Schweiz-Vereine, die zusammenarbeiten. Und vor allem, ich finde, wichtig für uns war hier die Präsenz von einem schweizerischen Netzwerk, speziell mit dem Swiss Clubs. Und meine persönliche Erfahrung, ich war immer, meine Großmutter, haben Schweizerdeutsch mit mir geredet. Und da waren wir immer dabei, Traditionen, zum Beispiel Weihnachten, St. Nikolaus und so. Und ich finde, die Präsenz, die lokale Präsenz von Swiss Clubs hilft viel. Und das war für uns sehr wichtig. Jetzt arbeiten wir daran mit Tipps, dass überall, also wo es möglich ist, wo wir junge Leute finden, die sich engagieren, die mitarbeiten, das zu entwickeln und auch eben ein Bindeglied zusammen mit dem Außenschweizer Rat, mit der Außenschweizer Organisation. Eben ein, das ist ein Kernpunkt, dass wir zusammenarbeiten können. Wie einfach oder wie schwierig ist das in Tunesien, junge Schweizer, Auslandschweizer zu faszinieren oder zu gewinnen, sich politisch in ihrem Umfeld zu engagieren? Also ich habe eigentlich nicht sehr viele junge Schweizer in Tunesien gefunden. Ich habe ein paar eigentlich durch Swiss Community gefunden und ein paar leben in meiner Region, die ich per Zufall aber Sie haben es versucht, ein Netzwerk herzustellen? Ich habe es eigentlich versucht, aber es klappt eigentlich nicht immer, weil ich finde immer dieser Interessemangel an Politik von den jungen Auslandschweizer. Und das hat mich sozusagen ja ein bisschen so enttäuscht, aber ja. Wie schaffen Sie das denn in Italien, dass die Jungen mitmachen? Vielleicht können Sie da irgendwie. Also wir haben schon versucht. Know-how-Transfer? Wir haben das gemacht mit den Mitgliedern vom Vorstand im IPSA. Also wir haben so ein Vorgehen bearbeitet, weil Unione Giovani Svizzi, das ist die italienische Verein für junge Auslandschweizer. Das ist ein vergleichendes Vorbild und Beispiel, weil wir treffen uns zweimal im Jahr. Das ist fast ähnlich wie also Kongress sozusagen, und wir versuchen so dort uns zu basieren und zu treffen, wo ein Swiss Club uns die Möglichkeit gibt, und das heißt, wir arbeiten zusammen mit den Swiss Clubs, und ich muss sagen, das ist erfolgreich, weil wir haben immer dabei etwa 30, 40, manchmal weniger, aber es ist für uns viel, weil wir haben das geschafft, also diese jungen Leute bei uns zu ziehen und vor allem zu interessieren, weil das ist das Schwierigste, finde ich. Sie sind beides Doppelbürger. Es gibt ja politische Kräfte in diesem Land, die sagen, Doppelbürgerschaft würden wir lieber abschaffen. Wo stehen Sie? Wie sehen Sie das? Wenn jemand sagt, ja, Doppelbürger braucht es nicht in diesem Sinne. Geben Sie den einen oder anderen Pass ab. Können Sie das vielleicht ein bisschen besser erklären? Ja, es gibt vor. Sagen wir mal so, es gibt politische Lager, die sagen, zwei Pässe sind einer zu viel. Die sollen sich entscheiden, welchen Pass das sie haben wollen. Entweder den Schweizer oder den Ausländischen, aber beide zusammen gibt es nicht. Wie sehen Sie das? Also ich sehe das schon, ja, also in Tunesien, das habe ich noch nie erlebt. Okay. Dort, also mit zwei Pässe ist man kann überall durchgehen. Außer die Präsidentialwahlen. Okay. Dort, ja, hat ein bisschen so Grenze. Aber ansonsten, also zwei Pässe zu haben in Tunesien, war nie ein Problem. Und man kann einfach überall politisch tätig sein, ohne also, ja, Probleme zu haben. Wie sehen Sie das, diese Haltung? Also ich sehe, es ist eine Sache, die tief mit Tradition, tief mit Identität zusammenhängt. Deswegen kann man nicht so einfach abschaffen. Das ist meiner Meinung. Sie würden eben, wir haben damit angefangen als Privileg, dass es eine Chance ist, zwei Pässe zu haben, haben wir begonnen dieses Gespräch und wir würden das auch so beenden. Ja, es geht weiter, weil, wie gesagt, es gibt ein Heimatorgan, das wusste ich nicht, aber ich finde eine gute Definition, was ist etwas tief, das zusammen mit den Familien zusammenhängt, das ist tief mit der Tradition zusammenhängt und das kann man nicht einfach abschaffen, das ist meine Aussicht. Vielen Dank, dass Sie beide sich Zeit genommen haben, sich meinen Fragen zu stellen. Gibt es noch Bemerkungen, aufmunternde Nachfragen an diese beiden jungen Herren hier? Dort, ja, bitte.
nochmals Griechenland. Le problème des jeunes, des jeunes suisses à l'étranger, c'est on les vit de partout. On est une communauté qui nous sommes en train de vieillir. Pourtant, il y en a des jeunes, mais il faut les trouver, il faut les ramasser. Ça, avec l'aide peut-être le club suisse, puisque je suis aussi dans un club suisse là, je suis le président du club suisse là, local, on a le problème de trouver des jeunes. Et il faut le faire à travers peut-être l'ambassade. Il y a des jeunes qui ne sont pas si intéressés. Donc le Parlement des jeunes suisses de l'étranger, c'est magnifique comme idée. Mais aussi à travers les ambassades, à travers les consulats, organiser peut-être des événements communs avec l'aide de l'ambassade qui a les registres de jeunes qui sont sur place pour les faire intéresser à ce que c'est la Suisse, qu'est-ce qui se passe en Suisse et pourquoi, après tout, être fier d'être Suisse. Dankeschön. Ich habe noch eine zweite Hand gesehen. Ja, die Dame dort oben, bitte. Ullmann de l'administration fédérale. J'aurais voulu demander à ces deux jeunes hommes pourquoi ils s'engagent beaucoup finalement dans la politique. C'est un engagement politique pour les Suisses de l'étranger. Pourquoi vous ne vous engagez pas dans vos pays respectifs, la Tunisie et l'Italie, et faire de la politique locale? Ja, eine klare Frage. Wieso engagieren Sie sich nicht in diesen beiden verschiedenen Ländern, Italien oder Tunesien, auf Basis der lokalen Politik? Okay. Ich wollte nur kurz vielleicht anschließend was sagen. Ja. Es ist ganz ist genau, was Sie sagen, das war ganz, für uns ganz wichtig. Wir arbeiten schon daran mit den Konsulaten und Botschaften. Also für uns ist sehr wichtig, solche Unterstützung. Und ich finde aber, es ist wichtig, dass man auch die Zielgruppe anerkannt hat. Und das heißt, wir müssen speziell mit neuen sozialen Medien zum Beispiel arbeiten, weil die Jungen vielleicht sind nicht so Leser von einer Zeitung oder... Aber sie würden eher auf Facebook, Instagram und solchen Kanälen die Interesse, wir können dort die Interesse wecken. Und ich finde, das ist auch unser Ziel. Und ein einfacher Weg. Genau. Die zweite und Frage, die zweite Frage ist solche. Ich habe mich als Schweizer im Ausland engagiert, weil ich fühlte, das war für mich etwas, das mich motiviert hat. Politisch in Italien ist die Lage, aber für mich war es nicht ein politisches Engagement am Anfang. Es war eher eine Sache von Interessenweckung und Aufmerksamkeit, weil ich habe gemerkt, dass die Schweizer im Ausland eine Stimme brauchten und vielleicht eine Unterstützung bei der Vertretung und speziell beim jungen Leuten. Und ein Einstieg in die italienische Politik wäre sehr, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wäre eine große Sache. Ja, und es ist nicht mein Ziel. Also okay, alles klar, in Ihrem Fall. Ich wollte noch was dazu sagen, also was Sie gesagt haben. Also ich werde auch ein bisschen aus meiner Perspektive in Tunesien reden. Also es ist irgendwie ein bisschen ziemlich schwierig, dort junge Leute zu finden. Das war eigentlich wie ein Ziel für mich. Und durch Swiss Community, ich habe höchstens 3 bis 4 Leute gefunden, also junge Leute. Und dort ist ein bisschen schwierig, Kontakt zu halten miteinander. Und wenn kein Kontakt irgendwie gibt, dann gibt es auch mit der Zeit kein Interesse mehr. Aber das mit den Botschaften und so, das versuchen wir und wir hoffen, dass irgendwann halt, dass die Interesse der Jungen sich erhöht. Und das Engagement in Tunesien auf einer politischen Ebene? Also, bevor der Revolution, ich hatte 0 Interesse an Politik, also quasi, es war auch sehr gefährlich. Also Politik für mich war quasi kein Thema, aber seit der Revolution, seit dem ersten Tag, in dem die Revolution sich angefangen hatte. Es hat mich so ein bisschen angefangen zu, ich habe mich angefangen zu fragen, warum ist das passiert, wieso, was sind die Ursachen dazu, was sind die Folgen und seit dieser Zeit habe ich mich auch ein bisschen in die Inland-, also in tunesische Politik interessiert und habe auch ein bisschen verfolgt und auch das Thema ein bisschen vertieft.
Tashi Burkis, vielen Dank. Guido Daurer, auch vielen Dank. Weiter viel Erfolg, vielen Dank für Ihr Engagement und dass Sie hier mitgemacht haben. Das ist Ihr Applaus. Und auch für Sie beide ein kleines Präsent. Vielen Dank. Dankeschön. Es ist Zeit für die Pause. Mit Blick auf, wann machen wir weiter? Offiziell 16.20 Uhr. Das schaffen wir. Ja, 16.20 Uhr sehen wir uns wieder hier drin. Dankeschön.
wird sie ansagen, ganz klar. Ja. Sie braucht es sehr wahrscheinlich nicht. Ah, nicht. Ja. Ja, ja. Man hat es bald. Ich kann es gleich. Sie braucht es nicht. Genau. Ja, ist alles gut. Dankeschön. Jawohl, genau. Hat sich schon erledigt. Ist gut. Selbstverständlich. Ja, wir werden auch die ganze Zeit gefilmt offenbar und übertragen via Internet. Yeah, I'll see you in the yes. Yeah, I will see you. Okay. Ich glaube, sie ist nicht mehr da, okay, habe ich das Gefühl. Es ist, glaube ich, die Schreiberin, Stadtschreiberin gewesen. Ja, okay. Staatsschreiberin, Entschuldigung, okay. Staatsschreiberin. Ich glaube, sie ist nicht mehr da. Und, also ich habe sie bis jetzt nicht gesehen. Okay. Eigentlich, any time, eigentlich seit 7 Minuten. Okay. Sie können auch noch bleiben. Ich werde zuerst. Ja, oui. Vous pouvez rester assis. So. Das ist jetzt eben wieder die Klischee mit der. Thomas, die Klischee mit der Russlandschweizer und. So.
Nein, es war super. Nein, wir haben Sport angefangen. Dann hat Remo ein bisschen über... Dann hat es einen Film noch gegeben. Dann haben wir überzogen Remo, beim Alain Perse. Nein, es war super. Also wir haben schon wieder ein bisschen Zeit gut gemacht. So. Ja, ist okay. Also, ich darf Sie ganz langsam wieder an Ihre Plätze bitten. Vielen Dank. Weil ich weiß, Sie haben heute noch einen schönen Abend vor sich und Sie wollen Sie vielleicht noch frisch machen, bevor Sie sich... wir begrüßen 4 ausgewiesene Expertinnen und Experten auf ihrem eigenen Gebiet. Wir haben die Bildung da, die Diplomatie, wir haben die Kultur vertreten. Und ich möchte Sie jetzt bitten, uns Ihre ganze Aufmerksamkeit zu schenken, wenn Pascal Beriswil zu mir kommt, Jasmin Maichtri, Walter Leimgruber und Hans Ambühl. Bitte, die beiden Damen setzen wir, Frau Maichtri hier, Frau Beriswil, Herr Leimgruber und Herr Ambühl. Danke sehr. Ja, wir haben im Verlauf des Nachmittags immer wieder so angefangen, eigentlich bei Alain Perse, uns die Erfahrungen eingeholt, wie es denn ist, wenn man zum ersten Mal im Ausland ist oder ein prägendes Erlebnis, das man im Ausland hat. Ich kann Ihnen ganz kurz meines sagen. Ich war 6 Jahre in den USA und das prägendste Erlebnis war für mich, als ich habe die Green Card damals gewonnen, dieses AA1-Programm 1992, und als ich dann in Ciudad Juarez war, bei der Einwanderungsbehörde. Man geht durch El Paso, über den Rio Grande und dann fühlt man sich wirklich mal in einem anderen Land und man ist fremd und man steht mit all den anderen Einwanderern an und dann wird man nochmal quasi verhört. Es gibt das große Interview bei den Immigrations und das war ein prägendes Erlebnis, weil ich mich zum ersten fremd fühlte und wusste, so, jetzt bin ich mal ein Migrant, jetzt wandere ich in ein Land ein und in diesem Fall war es die USA und dann geht man einmal raus und dann wandert man über den Rio Grande zu Fuß und ich bin zu Fuß quasi eingewandert in die USA. Das war wirklich ein prägendes Erlebnis für mich als jungen 22-jährigen Mann. Pascal Beriswil, ich weiß, Sie haben auch eine Vergangenheit in verschiedenen Ländern im Ausland gehabt. Gibt es auch so ein prägendes Erlebnis, wo Sie gesagt haben, so, jetzt fühle ich mich wirklich mal fremd, jetzt bin ich eine Fremde in einem anderen Land? Also wir waren in Vietnam, sind vor etwa 16 Jahren nach Vietnam gezogen. Das war, denke ich, für mich das prägendste Ereignis von Fremdsein. Das erste Mal mit einem wirklich sehr armen Land konfrontiert, damals noch eines der ärmsten in der Region. Was mir aber als Erinnerung bleibt, auch von diesem Drive, von diesem Land, von dieser Bevölkerung, die aus dem Krieg kam und vorwärts machen wollte. Ökonomisch war unsere Babysitterin, die wie alle Kinder nach dem Krieg ohne Spielzeug aufgewachsen ist. Und die hat das Herz meines Sohnes erobert, indem sie etwa 100 verschiedene Dinosaurier aus Origami gefaltet hat. Und die standen da bei uns im Wohnzimmer und das war für mich so sinnbildlich, diese Kreativität, dieser Wille, der das Land auch heute in der Region sehr viel weitergebracht hat. Das ist für uns auch nicht mehr ein Land der klassischen Entwicklungshilfe, sondern der Wirtschaftsförderung. Und dort dieses Symbol, das war für mich sehr stark. Walter Leimgruber, ich glaube, Sie waren nie Auslandschweizer im klassischen Sinne, aber sind nicht durch Ihre Forschung sicher viel gereist? Ich bin viel unterwegs gewesen. Bei uns geht das immer so semesterweise oder jahreweise. Und eigentlich sind fast alle Auslandserlebnisse irgendwie spannend und prägend. Am spannendsten vielleicht das erste große. Ich bin mit 24 für meine Lizenziatsarbeit in die USA, habe in einer WG von amerikanischen Studenten gelebt und bin da in der kürzester Zeit in ganz viele kulturelle Gruppen hineingekommen, in das liberale Judentum der Ostküste. Und dann war eine sehr vermögende Familie. Und dann habe ich mich plötzlich in einem luxuriösen Appartement in den Watergate Buildings in Washington wiedergefunden, weil eine der Mütter, die hatte da eine der großen Galerien in Washington. Und zum Nachtessen kamen dann Leute wie der ehemalige Sicherheitsberater Brzezinski und so. Und da bin ich als 24-Jähriger plötzlich in dieser großen, weiten Welt- und Amerika-Politik drin gewesen. Und das war schon extrem faszinierend. Ja, prägend. Genau, hört man mich? Ja, genau, jetzt ist wieder alles gut. Frau Maichtri, Jasmin Maichtri, Sie haben längere Zeit in den Niederlanden verbracht, waren in Amsterdam, aber Sie waren auch in Paris. Welches dieser beiden Länder verknüpfen Sie mit einer Geschichte, die Sie im Ausland erlebt haben?
Effectivement, j'ai passé près de 15 ans à l'étranger. Et puis je crois que je pourrais peut-être plutôt donner une anecdote pour montrer à quel point on devient peut-être plus suisse en vivant à l'étranger. Je pense que c'est un phénomène bien connu que quand on est en Suisse, j'ai grandi en Suisse, en Valais, j'ai passé ma jeunesse finalement à vouloir quitter la Suisse que je trouvais un peu trop, et particulièrement le Valais, un peu trop renfermé et conservateur à mon goût. Et étonnamment, je me retrouve presque 20 ans plus tard à co-organiser le premier route des Suisses de France avec l'ambassade, et en être l'hôtesse et à servir des raclettes, et à notamment assister à des réunions un peu surréalistes avec des débats passionnés sur la taille de la pomme de terre qui doit accompagner les raclettes, ou sur faut-il de la moutarde de Dijon ou de la moutarde Tommy pour la saucisse de Saint-Gall. Et certains dans la salle y étaient présents, donc ils pourront témoigner. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que les protagonistes de ces débats passionnés n'étaient finalement pas nécessairement suisses eux-mêmes, mais étaient devenus suisses par alliance ou par mariage. Je pense que ça, c'est un phénomène particulièrement intéressant. Ja, sehr natürlich. Hans Ampel, wie sieht es bei Ihnen aus? Ein Erlebnis, das Sie mit der Fremde, mit dem Ausland verbinden? Ja, ich muss gestehen, ich hatte auch nicht die Chance, während längerer Zeit, sei es jetzt zu Ausbildungszwecken oder im Arbeitsmarkt im Ausland tätig zu sein. Eigentlich bedauere ich das. Ich bedauere es vor allem, dass in meiner Zeit, als ich in Ausbildung war in den 70er Jahren, diese Studierendenaustauschprogramme noch nicht so etabliert waren, und dass das, was ich heute allen Jungen sage, geht mit Erasmus und wie die Programme alle heißen, mindestens ein Semester, besser noch ein Jahr schon mal in der Ausbildungszeit weg, das war bei uns einerseits noch nicht so geläufig und andererseits, ja, ich weiß nicht, ob ich es mir hätte leisten können. Ich musste einfach schauen, dass ich mal den Studienabschluss schaffte. Ich war also eher touristisch und zu Bildungszwecken im Ausland. Aber jetzt in dieser Funktion, die ich jetzt nach meiner beruflichen Tätigkeit als Generalsekretär der Erziehungsdirektorenkonferenz übernommen habe, als Präsident von Education Suisse, da habe ich natürlich schon sehr besondere Erlebnisse im Ausland, wenn ich jetzt gerade denke an das Jubiläum der Schweizer Schule Mexiko vor 2 Jahren, wo ich wirklich diese Realität von Schweiz in einem anderen Kontext wirklich ganz, ganz intensiv empfunden habe. Eigentlich bei jedem Schulbesuch, aber bei einem Jubiläum kommt dann sehr vieles zusammen, was das verdichtet. Können Sie das ganz kurz konkretisieren? Was heißt das? Also, was haben Sie dort erlebt vor 2 Jahren in Mexiko? Ja, am Beispiel Mexiko könnte es auch von anderen Schulen sagen, Schweizer Schulen im Ausland zu sehen. Da ist sehr viel Schweiz drin, also da ich identifiziere die Schule relativ rasch, dass sie nach schweizerischen Grundsätzen, wir können das vielleicht später noch vertiefen, wenn Zeit ist, nach pädagogischen, auch didaktischen und curricularen typischen Merkmalen der Schweiz funktioniert, dass sie vor allem mit vielen Schweizer Lehrkräften, mit einer schweizerischen Leitung funktioniert, und gleichzeitig ist der Kontext halt ein nicht-schweizerischer. Er ist jetzt beispielsweise eben ein mexikanischer, und das macht ganz vieles anders, und das ist automatisch dann eine interkulturelle Begegnung in 1:1 in Realität. Und das fasziniert mich immer wieder. Man kann das dann an vielen einzelnen Themen bis hin zur Elternarbeit vertiefen, weil es hat natürlich auch mit pädagogischen und erzieherischen Fragen dann sofort im Alltag auch sehr viel zu tun. Also wirklich kulturellen Eigenschaften. Auf die Kultur kommen wir gerade in den nächsten Augenblicken. Wir reden hier in diesem Podium, geht es um die Auslandsschweizer, eine Bereicherung für die Schweiz, das ist so das Oberthema. Und ich erlaube mir ganz kurz ein Fragezeichen dahinter zu machen. Was heißt denn das? Also wie bereichern Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, wie bereichern Sie Ihr Heimatland, wenn Sie vielleicht im Ausland sind oder dann zurückkommen wieder in die Schweiz? Ich glaube, es gibt ja gewisse Klischees, was die Auswanderer angeht. Im Vorgespräch mit Herrn Leimgruber haben Sie sich über die Medien geäußert, da habe ich nicht so große Ohren gemacht. Herr Leimgruber hat sich etwas lustig gemacht über diese Auswanderer-TV-Serien, die Sie vielleicht auch schon gesehen haben. Es gibt die billigeren Versionen auf RTL 2, die gehen da meistens flöte, das sind deutsche Auswanderer, die gehen nach Mallorca, die wollen dort eine Bar aufmachen, dann gehen sie mit wehenden Fahnen gehen sie unter.
Aber ich denke, Sie denken ja schon nicht nur an diese klischierten Auswanderer, Herr Leimgruber, oder? Ein bisschen schon, weil ich glaube nicht, dass die Schweizer Auswanderungssendungen so viel besser sind. Erstens muss man mal sagen, sonst existieren Auslandsschweizer in den Medien überhaupt nicht. Hm. Also heute kommt vielleicht ein Artikel in der Zeitung, aber dann ist wieder ein Jahr Schweigen. Wenn man das vergleicht mit unserer dauernden Debatte über Migration generell, und wir meinen immer nur Immigration, ist das schon überraschend, dass es niemanden interessiert, dass 70.000 bis 90.000 Menschen und ungefähr ein Drittel davon Schweizer jedes Jahr das Land verlassen. Und wenn man weiß, ich habe die Statistik von Avenir Suisse, die sagt, die Schweiz hat neben Irland, Großbritannien und Neuseeland, das sind alles Inselstaaten, die viertgrößte Auswandererquote an Akademikern. Und wenn man dann die Leute in den Serien anschaut, dann wird es einem schon ein bisschen seltsam. Was sieht man da? Man sieht Träumer, man sieht Aussteiger, man sieht Leute, die etwas naiv sind und mit 40.000 Franken in einem Land, in dem sie noch nie wirklich waren, ein Bed and Breakfast eröffnen möchten. Und wir alle amüsieren sich ein bisschen, wie blöd die sind, wie naiv die sind oder auch wie nett die sind, wenn sie sich irgendwo im kanadischen Dschungel ein Haus bauen. Und das sind ja keine unsympathischen Leute, aber es hat einfach mit der Realität nichts zu tun. Die Auswanderer und Auswandererinnen, mit denen ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe, das sind zum überwiegenden Teil Leute, die sich sehr klar Gedanken machen, warum sie gehen, die extrem gut vorbereitet sind, wenn sie gehen, die viel wissen und die häufig sehr erfolgreich sind dort, wo sie ankommen. Und das ist genau das Bild, das nicht vermittelt wird. Die Botschaft ist ein bisschen, ihr seid die Blöde, die Schweiz zu verlassen. Kurzer Einwurf nur, also die fünfte Schweiz kommt jeden Sonntag auf SRF 1 vor, vielleicht wissen Sie das, Radio SRF 1, jawohl, die finden also tatsächlich statt. Einmal wöchentlich, 12.30 Uhr sonntags auf Radio SRF 1. Was wissen wir denn über die Auslandsschweiz oder was wissen Sie jetzt in Ihrem Amt? Wir haben uns auch kurz unterhalten und Sie haben mir gesagt, Frau Bereswil, den oder die Auslandsschweizerin gibt es nicht. Den typischen. Ja, also ich denke, Sie können auch im Saal rumschauen. Also ich glaube, die Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer sind so vielfältig wie die Schweiz selber. Man kann versuchen, eine Typisierung zu machen, jene, die schon seit Generationen weg sind. Also wir werden bald 200 Jahre Nova Friburga feiern in Brasilien. Und da gibt es Leute, die haben nicht mehr so einen engen Bezug zur Schweiz, aber sie führen Traditionen der Schweiz fort, also über Generationen, manchmal sogar herkömmlicher, als wir sie hier feiern. Dann haben wir jene Auslandsschweizerinnen und Schweizer, die doch, also die längerfristig wegziehen, aber einen engen Bezug suchen zur Schweiz, die in ihren Vereinen auch sich engagieren, politisch aktiv sind. Die sind für uns extrem wertvoll, weil sie sozusagen eine Schweiz vermitteln und aber auch einen Rückbezug zur Schweiz noch haben und die kennen und hier sich einbringen. Und ich hoffe, dass sie sich alle noch vermehrt einbringen werden und vielleicht eben auch mit der Diversität, die sie selber verkörpern. Und dann gibt es jene, die hochmodernen, jungen Menschen, also meine Kinder sind Auslandsschweizer im UK, die studieren dort und die sind alle super vernetzt und digital und affin und die kommen und gehen und ich denke, alle diese Kategorien von Auslandsschweizerinnen und Schweizern mit dem breiten Berufsbild sind eben die Schweiz. Wir sind ihnen hoch dankbar, sie sind ein Stück weit auch unsere Botschafterinnen und Botschafter im Ausland und ich möchte sie wirklich ermuntern, sich hier in der Schweiz auch einzubringen, wenn wir Debatten haben, zum Beispiel über die Personenfreizügigkeit, also 2/3 der Auslandsschweizerinnen und Schweizer leben in Europa, profitieren von der Personenfreizügigkeit, von der Tatsache, dass sie auch mit ihrer Familie hier im europäischen Raum sein können. Ich möchte gerne ihre Stimme hören, wenn wir hier kritische Debatten über dieses Thema führen oder jetzt auch Brexit. Die Schweizer Regierung engagiert sich sehr stark, dass sie die Rechte, die sie haben, in England ein Stück weit weiterführen können. Wir haben eine Mind-the-Gap-Strategie, also wir wollen keine Lücke für den Moment, wo dann das UK wirklich aus der EU aussteigt. Und da ist es wichtig, dass wir wirklich auch in engem Kontakt sind. Also wir haben große Freude an den Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer. Wir sind permanent immer mal wieder selber als Diplomatinnen und Diplomaten in dieser Situation. Wir sind auf sie angewiesen. Wir versuchen, ihre Interessen zu vertreten. Und wir sind dankbar dafür, dass sie ihre Stimme hier in der Schweiz in ihrer ganzen Vielfalt, die sie verkörpern, auch erheben. Dankeschön. Herr Leimgruber, Sie kennen eben diese Emigranten aus der Schweiz, haben geforscht, Sie können etwas mehr dazu sagen und
Was mir auffällt, ist, so zwischen den Zeilen spüre ich bei Ihnen, das ist vielleicht eine kleine Kontradiktion, dass Sie das Gefühl haben, die Auslandsschweizer werden von der Politik etwas vernachlässigt, trotz allem. Sie werden nicht etwas vernachlässigt, sie existieren gar nicht. Ich sage das jetzt etwas böse und etwas provokativ natürlich, es soll ja auch eine spannende Diskussion geben. Ich mache Ihnen ein Beispiel und ich habe das immer und immer wieder gehört, aber das ist ein besonders interessantes Beispiel, weil es ein Doppelbürger ist. Es ist ein Mann, ich habe das Interview in Shanghai geführt, er ist seit 35 Jahren unterwegs, überall auf der Welt. Er ist Geologe in ganz speziellen Gebieten tätig, auch strategisch wichtigen Gebieten und er ist schweizerisch-französischer Doppelbürger. Hat an den absurdesten Orten gelebt. Er sagt, überall, wo ich ankomme, kommt nach wenigen Wochen jemand von der französischen Botschaft oder vom Konsulat und sagt, hallo, wir sind da, das ist der Notfallplan, falls etwas passiert mit Evakuierung und so weiter. Und im Übrigen kommen wir in den nächsten Jahren regelmäßig zu Ihnen, weil wir uns gerne austauschen würden, was machen Sie hier, Erfahrungen, wie ist das Leben in diesem Land und so weiter. In 35 Jahren hat er von den Schweizern nie etwas gehört. Und das ist sehr typisch. Das Wissen, das Know-how, das diese Leute haben, das häufig ein hochqualifiziertes ist, das wird überhaupt nicht abgeholt. Man kann nicht sagen, bitte macht mit, das ist schon nett. Aber vielleicht müsste die Politik und die Diplomatie auch aktiv etwas tun, um das Wissen und das Know-how dieser Menschen einzubinden und hier Netzwerke zu bilden, die meiner Meinung nach viel zu wenig genutzt werden und viel zu wenig existieren. Das klingt auf der einen Seite nach einem Einzelfall natürlich, aber andererseits so zugespitzt, gibt es das in Ihrer Erfahrung? Also ist es tatsächlich so, dass das eben nicht stattfindet? Also ich kann auf diesen Einzelfall nicht eingehen, aber ich hoffe, dass die allermeisten hier nicht diese Erfahrung machen. Wir haben eine Konsulardirektion, die Dienstleistungen erbringt im Ausland. Wir haben eine Helpline, 24 Stunden. Wir haben enorm viele Anlässe, auch unserer Botschafterinnen und Botschafter im Ausland. Wir haben unsere Botschafterin aus Südafrika, die kann Ihnen vielleicht auch in den Pausen noch erzählen, wie viele Anlässe mit der Schweizer Community auch stattfinden. Also es ist für uns eine wichtige Aufgabe unseres Vertretungsnetzes. Wir haben ein sehr dichtes Vertretungsnetz, ein sehr aktives. Die Politik ist hier vertreten, also da denke ich, haben Sie auch Ihre Stimme. Und ich hoffe eigentlich schon, und wir sind auch offen immer für Kritik und Rückmeldungen, aber ich hoffe, dass das ein Einzelfall ist. Und ich kann Ihnen auch versichern, wir haben im Ausland etwa 300 Leute, die sich regelmäßig auch wirklich ausschließlich mit den Interessen der Schweiz beschäftigen, mit den Konsulardienstleistungen. Und es gibt auch die Sicherheitsseite, die man vielleicht weniger sieht. Also wenn ein Attentat passiert, wie jetzt auf der Ramblas vorgestern, dann ist unsere erste Sorge für die Opfer und unsere zweite Sorge ist, gibt es Schweizer Opfer darunter? Da wird unsere Botschaft sofort aktiv und bis in die Nacht wird da ausgetauscht, auch bis zu Herrn Bundesrat Burkhalter hinauf. Also es gibt sehr viele auch unsichtbare Dienstleistungen, aber ich hoffe sehr und ich bin auch überzeugt, dass auch bei jeder Auslandreise, die ich selber mache, ich war kürzlich in Kolumbien, da treffen wir auch unsere Auslandschweizer Community. Bundespräsidentin Leuthard war sehr aktiv dieses Jahr, hat fast in jedem Land, wo sie war, Schweizerinnen und Schweizer getroffen. Also ich hoffe sehr, dass das, was Sie schildern, ein Einzelfall ist. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ermutige ich wirklich auch die Anwesenden hier, uns zur Kenntnis zu bringen, in welchen Ländern Sie den Eindruck haben, dass Sie nicht auch empfangen werden und auf der Botschaft nicht gehört und Ihr Know-how nicht berücksichtigt wird. Es geht nicht um empfangen werden. Es geht nicht um das, was die Auslandschweizer dann Servola oder Bratwurstanlass nennen am 1. August oder so, sondern es geht um den aktiven Austausch. Das, was Sie jetzt beschrieben haben, das funktioniert, wenn man einen neuen Pass braucht, das funktioniert. Aber es geht um aktive Vernetzungsarbeit. Und da sagen mir wirklich praktisch alle und vor allem die jungen, dynamischen Leute, sagen, da passiert viel zu wenig. Ein typischer Anlass in einer Schweizer Botschaft, dann treffe ich 20, 30 andere Schweizer, aber ich will nicht die treffen, ich will mit den Leuten vor Ort in Kontakt kommen. Ein sehr positives Beispiel, es gab einen Konsul, den haben alle gelobt, das war in Los Angeles vor ein paar Jahren, gesagt, der war ganz toll, der hat nicht Schweizer eingeladen, sondern hat Schweizer Architekten und amerikanische Architekten eingeladen, der hat genetzwerkt in all diesen verschiedenen Branchen, der war großartig. Das Konsulat wurde dann geschlossen, weil das braucht man nicht mehr, die haben jetzt eins in San Francisco, das ist wahrscheinlich Zufall, aber was mir da aufgefallen ist, das war der einzige Ort,
der einzige Konsul in etwa 14, 15 Ländern, wo die Community gesagt hat, der hat gemerkt, um was es geht. Genau so müsste man arbeiten. Und ich überspitze jetzt, ich gebe ein bisschen, das gebe ich natürlich gern zu, aber gerade von den jungen Leuten habe ich immer und immer wieder gehört, dass wir werden hier als nette Gäste angesehen, aber das Potenzial, uns zu vernetzen, Vernetzung aktiv auf politischer und wirtschaftlicher Ebene zu betreiben, von unserem Know-how zu profitieren, uns auch in die schweizerische Politik im indirekten Sinn einzuspeisen, das passiert zu wenig. Und ich glaube, das müsste man sich schon etwas zu Herzen nehmen. Da gibt es offenbar noch Raum nach oben. Ja, bitte, Frau Bereski, eine Replik. Sie haben jetzt gerade das Beispiel der Westküste genannt. Die Schweiz hat in San Francisco mit Pier 17 ein absolut visionäres Projekt eröffnet. Da ist Swissnex vor Ort, da ist das Konsulat vor Ort, da ist auch Swiss Global Enterprise vor Ort und die tun genau das, was Sie jetzt sagen, nämlich sie vernetzen junge Leute. Ich war im April dort vor Ort, da war gerade eine Community von so Computercracks dort, die sich für humanitäre Fragen interessiert haben und die hatten gerade ein Seminar. Das waren zum Teil Schweizerinnen und Schweizer, die waren aber gekoppelt mit der UNO im Irak. Also genau das, was Sie jetzt schildern, passiert zum Beispiel in unserem Konsulat und in unserer Außenvertretung in San Francisco und wir haben noch andere dieser Hochvisionen. Projekte, ja, wir sind am Aufbauen, aber ich glaube, da müssen wir uns nicht schämen vor anderen Ländern. Das ist Pio 17, da werden wir eigentlich von allen benieden, weil das ist wirklich ein visionäres Projekt der Schweiz, wie es auch das Swiss House in Mailand ist. Und es ist klar, das braucht Zeit, um das aufzubauen. Es braucht finanzielle Ressourcen. Da versuchen wir immer wieder, das Parlament auch davon zu überzeugen, dass wir damit einen Mehrwert herstellen können. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Ich würde nur sagen, wir haben nicht nur einen Konsul gehabt in Los Angeles. Wir haben übrigens immer noch eine Vertretung in Los Angeles, sondern wir haben auf der ganzen Welt hervorragendes Personal. Nicht alle sind gleich brillant und vernetzen sich gleich gut, aber sehr viele tun das sehr gut. Wir sind immer noch beim Thema Auslandschweizer, eine Bereicherung für die Schweiz. Und ich würde da gern Hans Ambühl und Jasmin Meistri mit ins Spiel bringen. Herr Ambühl, Ihre Lehrerinnen, Ihre Lehrer, die sind im Ausland, kommen zurück in die Schweiz. Und ich denke schon, da ist eine Bereicherung da, die Sie mitbringen. Können Sie da ein Beispiel? Ja, ich bin froh, dass es diese Wendung nimmt, weil wir müssen uns ja überlegen. Ich habe mit viel Verständnis diese Diskussion, für beide Seiten diese Diskussion jetzt gerade angehört. Wir müssen ja auch Strategien haben, die über die behördliche Veranstaltung hinausgehen. Also wir müssen ja auch Gelegenheiten nutzen, dass in anderen Systemen, als nur im engeren Sinn im politischen oder im mit Verwaltungsmaßnahmen, dieser Austausch zustande kommt. Und also zivilgesellschaftlich oder eben zum Beispiel im Bildungsbereich oder über Bildungsstrukturen. Und da finde ich schon, sind auch unsere Schulen im Ausland oder überhaupt die Bildungspräsenz der Schweiz, es ist ja nicht nur die Schweizer Schulen im Ausland eine Chance, weil sich da eben auch Netzwerke bilden. Also ich denke, einheimische Schülerinnen und Schüler, die an einer Schweizer Schule mal waren, die werden ein Leben lang eine Beziehung zu unserem Land haben, wie immer sie sie dann auch nützen. Sie werden sich an Schweizer Expertise erinnern. Also das ist die eine Bewegung, die Schweiz draußen über solche Strukturen. Und das andere liegt mir sehr viel, Herr Zeugin. Das ist eine Passion ein bisschen von mir, weshalb ich mich auch für diese Aufgabe verwende. Ich glaube, wir sollten versuchen, dass noch mehr zurückkommt von dieser Schweizer Bildungspräsenz im Ausland in unser eigenes System. Gerade Bildungssysteme, Schulsysteme sind zwangsläufig selbstreferenziell, sind immer auch ein bisschen geschlossen, weil sie stark sein müssen. Es tut unserem Schulsystem in der Schweiz unglaublich gut, wenn diese Leute zurückkommen, die da unter anspruchsvollen Bedingungen nicht in diesem gefestigten Hochsicherheitssystem Schweiz gearbeitet haben. Gibt es eine Geschichte zum Beispiel von einer Lehrerin oder einem Lehrer, die zurückkommt aus dem Ausland, vielleicht von einer Schweizer Schule, wo es schwierig war, wo man... Ja, also nur schon die Situation, dass natürlich die wirtschaftliche Abstützung und Sicherheit eines solchen Schulbetriebes nicht dieselbe ist,
wie im schweizerischen Regelbetrieb. Unsere Lehrkräfte kommen in der Regel aus einer öffentlich-rechtlichen Schule. Da ist alles organisiert bis überorganisiert, alles ist sicher. Die Löhne sind hoch und so weiter. Und sie gehen raus in eine solche Schule, die per se eine Privatschule ist im Ausland, die mit dortigen einheimischen Rechtsordnungen konfrontiert ist, niedere Löhne, Ungleichgewicht zwischen einheimischen Lehrkräften und Schweizer Lehrkräften, kulturelle Unterschiede zuhauf, andere Lehrplanbedingungen, die mit zu berücksichtigen sind, die kommen natürlich ganz anders zurück, und zwar in der Regel sehr offen, trainiert, eben auch mit unerwarteten Situationen umzugehen. Das kann man sehen. Diese Lehrkräfte, viele machen nachher in der Schweiz zum Glück eine gute Karriere, sie werden unlängst wieder Amtschefs, Schulleiter in der Schweiz und so weiter. Das ist außerordentlich wertvoll und nützlich. Und das müssen wir auch mehr zur Kenntnis nehmen. Mit diesen Leuten müssen wir auch mehr arbeiten, müssen sie ganz gezielt auch in Anspruch nehmen in unserem schweizerischen System. Also davon bin ich sehr überzeugt, und das kann man noch, da ist noch Spielraum. Nach auch Spielraum oben. Nach da kann oben. Man noch, ja, das ist so eine Möglichkeit, die ich sehr aktiv nutzen möchte. Ja, Sie Maestri, Sie haben in Paris gearbeitet, sehr eng mit der Kultur, im Le Corbusier Center waren Sie. Können Sie uns einen Einblick geben, inwiefern die Schweizer Kultur im Ausland da lebendig war und präsent war? Weil ich glaube, die Schweizer Kultur hat es im Ausland nicht unbedingt sehr leicht, weil sie überrannt wird und je nachdem auch überfordert wird mit diesem reichhaltigen Angebot, das es an Kultur sonst noch gibt auf der ganzen Welt. Oui, en effet, je pense que les. On parlait des soutiens, des différents dispositifs pour soutenir la science, l'enseignement, la culture. Je crois que les artistes n'ont pas attendu des soutiens institutionnels pour partir à l'étranger, pour faire rayonner la culture suisse à l'étranger, de Sandrart à Giacometti à Le Corbusier, effectivement, même si tous ne se revendiquaient pas nécessairement suisses. Et je crois que ça continue évidemment aujourd'hui. Je connais mieux le contexte roman, effectivement, parisien, mais les grandes métropoles, Paris, New York, Berlin, maintenant même l'Asie, restent aujourd'hui des passages obligés pour les artistes suisses qui veulent se faire connaître, simplement parce que ce sont les endroits où sont concentrés les moyens de production, où sont concentrées les scènes les plus prestigieuses. Et je pense que ça se fait assez naturellement, mais en effet, le soutien, que ce soit par des institutions comme Pro Helvetia, les centres culturels à l'étranger, les Swissnex, le travail des délégations, des ambassades, aujourd'hui est un complément indispensable pour ces jeunes qui veulent à la fois se produire, mais aussi se former, et qui deviennent nos ambassadeurs partout où ils vont. Et je crois que ce qui est nouveau, par contre, c'est que cette success story, les success stories des artistes suisses à l'étranger, particulièrement en architecture, mais aussi en design, font qu'aujourd'hui, la Suisse elle-même devient aussi un lieu attractif pour les artistes. Et je pense que le thème de cette table ronde « Suisse de l'étranger, une richesse pour la Suisse », moi, spontanément, j'ai eu envie de dire étranger de Suisse, aussi une richesse pour la Suisse, parce qu'on voit dans la culture, notamment aujourd'hui, des directeurs d'institutions, des directeurs d'écoles, de formations ou de scènes prestigieuses qui viennent de l'étranger. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette double dialectique où ces deux statuts, finalement, Suisse de l'étranger, étranger en Suisse, s'enrichissent mutuellement, et on peut, voilà, je pense qu'on peut plus avoir une telle dichotomie entre les deux, et on le voit aussi dans l'enseignement supérieur, dans la maison Le Corbusier, donc dans laquelle on accueillait des chercheurs et des étudiants. On a vu à l'époque, il y a encore 10 ans, les jeunes qui venaient faire leur thèse et passer 4 voire 5 ans à Paris, et aujourd'hui c'est complètement différent. Les jeunes viennent, ils font 6 mois à Paris, 6 mois en Chine, 6 mois dans une université anglo-saxonne. Et partout, ils sont nos ambassadeurs. Mais en même temps, tous ces étudiants ou ces chercheurs qui viennent en Suisse, attirés par la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche en Suisse,
attirés par la qualité de l'innovation en Suisse, eux aussi deviennent nos ambassadeurs à l'étranger en Suisse. Ensuite, ceux qui profitent des programmes d'excellence, des bourses d'excellence de la Confédération. Donc je pense que voilà, aujourd'hui, pour moi, on est vraiment dans deux mondes parallèles qui vivent ensemble et qui s'enrichissent mutuellement de manière indépendante ou avec le support de nos institutions. Und dass es viel fluider wird in dieser globalisierten Gesellschaft natürlich und vor allem auch digitalisierten Gesellschaft, die haben das eine und das andere Mal bereits heute davon geredet, dass diese Grenzen und diese Zeiträume, immer die Grenzen immer tiefer und die Zeiträume immer kürzer werden, indem zum Beispiel junge Studierende sich austauschen können. Ambassadoren habe ich jetzt ein paar Mal gehört. Ich höre so ein bisschen bei Hans Ambühl die Ambassadoren, die Lehrer, die aus dem Ausland wieder zurück in die Schweiz kommen, hier Ambassadoren bei Jasmin Maestri, junge Studierende, die raus in die Welt gehen. Ambassadoren, glaube ich, in Ihrem Fall sowieso natürlich, das sind die offiziellen Ambassadoren, Pascal Beriswil, und in Ihrem Fall, Walter Leimgruben, Sie haben auch von Ambassadoren gesprochen. Ich glaube, dass die Auslandschweizer per se alles Ambassadoren für die Swissness sind. Man müsste sich vielleicht mal darüber unterhalten, was Swissness denn überhaupt ist. Da habe ich schon ein bisschen Mühe damit, weil wir brauchen das gern als Schlagwort für alles Mögliche. Das sind wir gleich mit Hans Ambühl, genau. Ihre Definition? Ich würde sagen, dass Sie diejenigen, die auswandern, eben auch zeigen, dass die Schweiz Leute produziert, und das sind viele von denen, die weggehen, die nicht dem typisch schweizerischen Klischee entsprechen, nämlich nur Sicherheit anstreben, nur so eine geradlinige Karriere machen, sondern Leute, die wagemutig sind, die innovativ sind, die etwas riskieren, die auch mal auf die Schnauze fallen, deutsch gesagt, und wieder aufstehen. Das sind alles Dinge, die in der Schweiz nicht so selbstverständlich sind. Und ganz viele haben mir davon erzählt, von diesen Gründen. Wir haben heute die Gründe gehört, warum die Schweizerinnen und Schweizer weggehen. Das waren alles richtige Gründe, aber einer hat mir gefehlt. Es geht ja niemand mehr, weil er hier keine Perspektive oder keine Chance hat. Sondern die wollen etwas erreichen, was man hier nicht erreichen kann, nämlich etwas Eigenes aufbauen, etwas Spezielles erfahren, quasi ein Lebensprojekt sozusagen verwirklichen. Und das ist eine Qualität, von der ich schon sagen würde, die fehlt uns umgekehrt in der Schweiz manchmal ein bisschen. Wir leben ja in einer sehr sicheren, abgesicherten Welt, wo alles eben gut funktioniert. Wir haben zum Beispiel die Schule gehört. Und uns fehlt manchmal ein bisschen die Auseinandersetzung mit einer Welt, in der die Dinge nicht so gut funktionieren und wie man damit umgehen könnte. Und da könnten wir die Auslandschweizer als Ambassadoren für die Schweiz brauchen. Das würde ich sehr begrüßen. Der Umgang mit Unsicherheiten, wieder aufzustehen, wenn er mal umgefallen ist. Wir haben uns auch über Swissness unterhalten, Hans Ambühl, im Vorfeld dieser Veranstaltung. Ihre Definition der Swissness, wie würden Sie diese Qualitäten herausschaffen? Also Schweizer Schulen im Ausland gehen ja per Definition davon aus, dass es das gibt. Oder sonst hätten sie eigentlich ihre raison d'être nicht. Ob sie nun als Schulen gegründet wurden von Schweizer Kolonien, die sich ihre Schulen eben erhalten wollten, oder ob sie heute auf dem Markt, Sie finden viele kommerzielle Schulen, teilweise sogar nicht schweizerisch gehalten und geeignet, die mit dem Label Swiss Education operieren und Swiss School. Und das heißt also, die Hypothese lautet, es gibt so etwas. Und ich bin davon überzeugt, dass es das gibt im Bereich von Schule und Bildung. Und ich könnte jetzt auch sehr vieles benennen. Es gibt also zum Beispiel beträchtliche Lehrplanunterschiede zwischen schweizerischen Lehrplänen noch heute. Wenn ich etwa an die Volksschule, an die obligatorische Schule denke, zu ausländischen, teilweise schon in der unmittelbaren Nachbarschaft befindlichen Lehrplänen. Das ist sicher einer der Akzente, ist zum Beispiel die Mehrsprachigkeit, in die wir natürlich sehr viel mehr als mehrsprachiges Land sehr viel mehr investieren als andere Schulsysteme. Ein anderer Aspekt ist die Orientierung zum Praktischen, beispielsweise in einer Kunsterziehung, die sehr stark auf Anwendung angelegt ist. Vielleicht fehlt dann bei uns manchmal ein bisschen der Museumsbesuch im Kunstmuseum, aber es sind einfach typische Merkmale schon curricular. Über das Pädagogische habe ich schon ein bisschen was angedeutet, dann gibt es das Systemische.
Wir leben mit großem Erfolg ein Bildungssystem, das von Anfang an auf einen Skill-Mix ausgerichtet ist. Also einen bewussten, überlegten und nicht einfach nur zufällig in Kauf genommenen Mix von verschiedenen Kompetenzen. Also deswegen halten wir die Berufsbildung so hoch und sind eher etwas selektiv mit Bezug auf den Zugang, den direkten Zugang zum akademischen Bereich, wollen dafür aber dann wieder die Durchlässigkeit stimulieren, fahren eigentlich mit diesem Skillmix auch international, auch bezüglich der heute schon angesprochenen Innovationsfähigkeit sehr gut und so weiter. Also es gibt solche Merkmale. Nun werden wir nächstes Jahr, wir haben jeweils an unserer Jahreskonferenz so ein Jahresthema, das wir bearbeiten, auch im Weiterbildungsteil und so weiter. Und wir werden dieses Wissens in der Bildung heute, was ist das heute, werden wir beginnen nachzugehen. Ich hoffe, es gibt daraus dann auch eine Publikation, weil ich habe mit Amüsement gemerkt, das löst zunächst einmal im Inland eine gewisse Verlegenheit aus, wenn ich die Frage aufwerfe. Und jetzt sollen mal all die Pädagogen und Erziehungswissenschaftler und Lehrplaner sollen das mal ein bisschen aktuell belegen. Und dann reden wir darüber. Aber es wird ein lohnender Vorgang sein, ich bin mir sicher. Wir wollen ja, dass unsere Schweizer Schulen und überhaupt unsere Bildungspräsenz im Ausland eine aktuelle Swissness transportiert und nicht eine vermutete, sondern die reale. Swissness und Schweizer Kultur, Sie haben die Architektur bereits erwähnt, Jasmin Maestri. Was könnten Sie in Ihrer eigenen Definition dieser kulturellen Swissness vielleicht noch dazu anfügen? J'ai vu au mois de juillet, tout à fait par hasard, une très jolie petite exposition qui s'appelle « Migration, un monde en mouvement » qui a lieu maintenant au Musée des Cultures à Bâle. Et il y avait une citation de Salman Rushdie d'un écrit qui s'appelle « Patrie imaginaire » où il dit pour y voir clair, il faut traverser la frontière ou traverser une frontière. Et je pense que ce que vous disiez tout à l'heure est assez vrai. Aujourd'hui, les jeunes grandissent souvent dans un cocon suisse et ils partent à l'étranger pour chercher quelque chose, peut-être pour se mettre un peu en danger. Et c'est là, je pense, qu'on ressent aussi ce qu'est la Suisse et ce qu'est être suisse. Et pour moi, aujourd'hui, être suisse, ça n'a plus rien à voir avec une unité de lieu ou un lieu où on vit, où on grandit. Mais je pense que c'est vraiment une unité de valeurs, plutôt une vision du monde, une ouverture. Et je trouve assez étonnant, pour prendre un exemple personnel, mon fils qui est à moitié allemand, un quart allemand, un quart suisse, un quart hollandais, un quart surinamais, des origines de son père, qui a grandi aux Pays-Bas, puis en France, et maintenant vit en Suisse. Et même en tant que petit Parisien, il s'est toujours considéré comme étant profondément suisse. Et je pense que c'est vraiment ces valeurs qu'on a pu lui transmettre, cette vision du monde. Et le multiculturalisme, le multilinguisme de la Suisse fait aussi que ces gens qui finalement n'ont peut-être pas grandi en Suisse, mais qui ont cet élément suisse aussi, puissent s'y identifier. Donc pour moi, c'est vraiment une unité, une certaine vision du monde. Je pense que c'est comme ça que je le ressens. Oui, merci. Als Staatssekretärin frage ich Sie jetzt, Pascal Beresfil, Ihre eigene Definition der Swissness? Also ich glaube, von allen Elementen, die wir jetzt gehört haben, würde ich gerne etwas zusammentun. Einmal mehr ist es die Vielfalt. Wenn wir ins Ausland gehen, ist es unsere politische Kultur, die sehr bewundert wird. Als wir bei Präsident Macron waren, war das Erste, was er gesagt hat, Berufsbildung. Das ist im Moment so ein Exportschlager. Und da hat Präsidentin Leuthard ihm erklärt, wie stark das wirklich auf unserer eigentlich politischen Kultur, wo Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen einen Konsens haben, wo aber auch die Eltern das valorisieren, dass man eine Berufsbildung macht und eben nicht unbedingt alle an die Universität gehen müssen. Also das ist ein Stück weit Swissness, diese breite Kultur, und die bringt sehr vieles hervor, was wir jetzt gehört haben, also von der Berufsbildung bis zur Neutralität. Das ist etwas, was uns immer wieder gesagt wird im Ausland. Und es ist dann etwas geschehen,
pointierte Vorstellung von Neutralität, aber das, was dahinter ist, stimmt schon. Also diese Werte, die wir verkörpern, die wir auch ein Stück weit nach außen tragen. Für mich ist Wissen, ist diese Vielfalt unserer politischen Kultur, die in allen Bereichen Höchstleistungen erbringen kann. Und dann gehört es aber eben auch dazu, ein Stück weit bescheiden zu bleiben. Und ich glaube, das ist wirklich der Wert, wenn man rausgeht, dass man sich dann immer wieder auch in Frage stellt. Also ich habe heute Morgen meine Jungen noch gefragt, ja, was ist es, was euch als Erlebnis geblieben ist? Und sie sagt, ja, und da waren wir in Brüssel und da hat vieles nicht geklappt. Aber eigentlich hat es am Schluss dann doch geklappt und auch zu merken, dass nicht alles so präzise und so perfekt wie in der Schweiz sein muss und dass das durchaus auch Lebensqualität mit sich bringt. Das ist etwas, was ich denke, was man auch wieder zurücktragen kann. Und das ist auch das Wissen, dass wir das irgendwo hier auch wahrnehmen. Vielen Dank für den Moment. Wir haben im Verlauf des Nachmittags immer wieder Fragen entgegengenommen oder auch Bemerkungen. Ich sehe da schon. Ich fange jetzt mal gleich ganz links an. Jean-Paul Eschlimann. Je voudrais simplement apporter un témoignage et revenir sur ce que M. Leimgruber a dit. Je suis moi-même directeur de recherche en protection de l'environnement depuis plus de 40 ans à l'étranger. Et je crois que, de façon tout à fait générale, les compétences des Suisses, dans le domaine scientifique en particulier, sont totalement négligées en Suisse. On est incapable d'en tirer parti, ce qui n'est pas le cas des pays étrangers. Peut-être qu'il y a un semblant d'explication à cela. Je crois que la Suisse cultive la modestie, ou une certaine forme de modestie, excessive sans aucun doute. Preuve en est que nos grands hommes ne deviennent de grands hommes qu'après avoir été reconnus à l'étranger. Tous les noms qui ont été mentionnés avant, qui sont devenus célèbres de par le monde, ils ont d'abord été reconnus à l'étranger, et après, tout à coup, la Suisse les découvre. Dankeschön. Und Applaus, gut. Eine weitere Anmerkung oder Rückfrage? Ja, bitte sehr. Nochmal auf die Mic-Taste drücken und sobald es leuchtet, ja. Je suis un peu embarrassé, Jacques-Simon Aigli, ancien président de l'OSE. Je suis un peu embarrassé parce que, à ce titre, puis aussi en tant qu'ancien parlementaire, j'ai passé beaucoup de temps à revendiquer, à demander au département des affaires étrangères, notamment du soutien pour les écoles suisses, du soutien pour les consulats. Mais j'avoue que là, en entendant M. Leimgruber, j'ai trouvé, je suis un peu embarrassé parce que j'ai trouvé qu'il était un peu ingrat. Je veux dire par là qu'il ne faut quand même pas simplifier. Étant donné que les sommes sont ce qu'elles sont, je pense quand même que tout étant considéré, les ambassades et le département font beaucoup avec les moyens qu'ils ont. Et puis, ma réflexion est la suivante. C'est pas, il faut que les choses soient parfois, enfin, qu'il y ait les impulsions qui viennent d'en haut, mais naturellement, il faut que les choses viennent d'en bas. C'est la même chose d'ailleurs, c'est peut-être mon engagement politique qui me fait dire ça, mais c'est la même chose en Suisse à tous égards. On n'est pas des assistés. On est des gens qui devons avoir des initiatives. Et alors, c'est pour ça que je suis, par exemple, extrêmement intéressé par le Parlement des jeunes, que les jeunes eux-mêmes aient pris l'initiative de se réunir pour proposer des choses. Ça, c'est vraiment bien. Et je crois que, naturellement, il y a un cadre, il y a une assistance possible, il y a un accompagnement possible. Mais finalement, les Suisses de l'étranger feront valoir ce qu'ils ont, leur identité, par leur propre volonté, et pour prendre une touche patriotique, simplement. Parmi les voyages en tant que, qu'on fait quand on est responsable de l'OSE, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui au Canada, au Québec. Ben voilà des Suisses du Québec qui font des fêtes du 1er août absolument extraordinaires. Ce n'est pas Berne qui a organisé ça, c'est eux qui ont organisé ça. Et là, de ce point de vue-là, je pense que votre vision, M. Leimgruber, devrait être plus nuancée. Ja, bitte. Beide. Oui. Alors, merci beaucoup pour les deux interventions. Moi, je pense que c'est qu'avec la critique que nous pouvons progresser. Donc, je suis reconnaissante pour la critique. En même temps, j'aimerais souligner ce que vous dites. Nous, ce qu'on peut être, le département fédéral des affaires étrangères est une plateforme. Nous soutenons l'ASO financièrement, logistiquement. Mais les Suisses qui
veulent ou qui peuvent grandir à l'étranger, et il y en a énormément, et on est extrêmement fiers d'eux, et doivent être soutenus quelque part par l'éducation qu'ils ont reçue en Suisse, par des soutiens de START, par SwissNext, Pro Helvetia et toutes ces organisations. Mais finalement, nous, on peut être que quelque part la plateforme. Et ensuite, et là, je soutiens beaucoup ce que vient de dire M. Aigli, ensuite, je crois qu'ils savent voler par leurs propres ailes. Et nous, on est fiers de les voir s'envoler et évoluer. Et là où on peut donner un appui, je pense qu'on doit être là, mais il faut pas sous-estimer non plus ce que nous pouvons faire avec les moyens que nous avons. Donc on est une plateforme, on le fait volontiers, on est ouvert au criticisme, aux critiques, parce que c'est que par la critique que nous pouvons nous améliorer. Mais finalement, le dernier coup de pouce, c'est aussi les gens eux-mêmes qui le font, et je crois qu'ils sont capables de le faire. Darf ich noch etwas kurz dazu sagen? Also, was ich nicht machen möchte, ich möchte kein EDA-Bashing oder so etwas machen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir um einen Bewusstseinsprozess, der uns alle angeht in der Schweiz und die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Das fehlt mir, dieses Bewusstsein in unserer Bevölkerung, welche Rolle die Auslandschweizer spielen können. Und wenn Sie sagen, es muss ein Prozess auch nicht nur top-down, sondern auch von unten nach oben sein, muss ich sagen, ja. Aber dann müsste es mit den demokratischen Rechten der Auslandschweizer vielleicht etwas anders aussehen. Ich denke, wir müssten mal grundsätzlich diskutieren, was macht eine Demokratie heutzutage aus? Macht es Sinn, dass die Auslandschweizer über die Kantone gehen, dann in den Wahlen und so weiter? Es sind 770.000 ungefähr, wir haben keine genaue Statistik, das wäre ungefähr der drittgrößte Kanton. Könnte man sich vorstellen, dass die Auslandschweizer im Parlament als drittgrößter Kanton vertreten wären? Wäre das nicht eine Möglichkeit, um unser Bild der Welt etwas anzupassen, etwas zu globalisieren? Zweiter Punkt, die ganze Diskussion um Sozialhilfe, Altersversorgung und so weiter. Wir leben immer noch in Sozialsystemen, die davon ausgehen, alle leben in einem Land und die im Land leben, die zahlen ein. Und alle, die einen anderen Lebensweg haben, haben ziemlich große Schwierigkeiten. Wir müssen anfangen, in einer globalisierten Welt uns Gedanken zu machen, wie Sozialsysteme aussehen können bei Menschen, die immer wieder anderswo leben, die global unterwegs sind. Und ein gutes Beispiel sind für mich die Banken. Jahrzehntelang haben die Banken die Politik ziemlich stark bestimmt. Wer etwas kritisiert hat, ist als unschweizerisch kritisiert worden. Dann kommt der große Schlag, der Crash, und was machen die Banken? Sie lassen die Auslandschweizer von einem Tag auf den anderen wirklich in beschämender Weise fallen, kündigen die Konten, und wie lange dauert es, bis die Politik reagiert? Heute, Jahre später, kommen wir langsam mit einer Suche nach Lösungen. Das sind für mich alles Punkte, die mich bestärken in der Vorstellung, dass die Rolle der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer in der Politik und in der Gesellschaft, und ich meine nicht die konkrete Arbeit des EDA, sondern in unseren Köpfen, einfach zu wenig wahrgenommen wird. Dankeschön. Bitte sehr. Ja, jetzt ist gut. Hans-Georg Busch, Auslandschweizer, gerade Südafrika. Ich habe einen Kommentar zu der Diskussion über die Funktionen der Botschaften und Konsulate. Es gibt hier zwei verschiedene Ansätze. Nummer eins, ja, die Botschaften müssen einen gewissen Dienst bieten, aber auf der anderen Seite, die Schweizer im Ausland müssen auch Informationen an die Botschaften zurückführen. Die Botschafter und Konsulare wechseln alle 4 Jahre. Die Auslandschweizer, vor allem in den fernen Ländern, sind schon lange da. Die meisten von ihnen haben ein sehr ausgebautes Netzwerk und haben ganz wichtige Informationen, die sie zurückführen können. Ich darf heute Ihnen die freudige Botschaft auch machen, dass in Pretoria funktioniert das, was Sie als Utopie bezeichnen. Das funktioniert, es geht sogar schon so weit, dass die ASO und die Botschaft Konsulat zusammen Roadshows machen, um die Schweizer zu informieren, was läuft. Und ich glaube, wir als Mitglieder des Auslandschweizer Rates haben eine Pflicht, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben und Informationen zu sammeln und die an die Botschaften und Konsulate zurückzuführen. Ich glaube, das ist viel zu wenig beachtet worden, und ich glaube, da müsste man was machen.
Vielen Dank. Noch eine letzte Frage. Ja, bitte. Oder Bemerkung. Oui. Merci. Merci beaucoup à la DFAE pour la plateforme, comme elle dit, et c'est très apprécié. On a écouté hier l'ambassadeur Burry qui nous avait dit de renforcer ces liens de travail ensemble avec nos communautés à l'étranger. Pourtant, il y a un problème. 70% d'entre nous, nous sommes des doubles nationaux. Et la Suisse pratique une pratique qui n'est pas habituelle dans des autres pays. Et la nationalité prédominante. Cela veut dire que la Suisse pénalise parfois les doubles nationaux qui ont une autre nationalité et avec laquelle ils ont des liens plus ou moins aussi importants. Alors la Suisse, avant d'accorder son aide ou assistance, comme M. Lambert l'avait dit tout à l'heure, c'est une question technique, mais c'est une réalité qui pénalise beaucoup d'entre nous, qu'on a choisi d'avoir un second passeport et avoir aussi des liens avec ce second passeport. Alors, automatiquement, la Suisse, elle nous refuse l'appui, elle nous refuse l'aide, l'assistance. Il y en a beaucoup dans le pays où je réside, la Grèce, il y en a beaucoup qui se sont pas accordés l'aide ou le support ou l'entretien de nos représentations. Tout simplement parce qu'ils ont la nationalité du pays. C'est une question technique. Les Français n'en ont pas ça, que je sais. La plupart des autres pays n'en ont pas ça. Donc, cette nationalité prédominante, c'est une question technique qu'il faudrait la revoir, peut-être. Ja. Frau Beriswil? Ja, am liebsten würde ich eigentlich unserem Konsulardirektor das Wort übergeben, der das sehr viel besser kennt als ich. Bitte, Jörg Buhl. Ja. Vielen Dank. Nationalité prédominante, c'est un terme technique, monsieur. Vous êtes très connaisseur de le connaître vraiment, et il provient de l'aide sociale. C'est le seul domaine politique dont la Suisse applique ce terme. Et elle l'applique pour une simple raison. Et la raison, c'est que la Suisse est un des très rares pays qui fournit de l'aide sociale à des Suisses qui sont hors frontières suisses. Presque tous les pays de l'Europe ne fournissent de l'aide sociale seulement à des citoyens qui sont sur leur territoire, et si vous allez à la chasse, vous perdez votre place. Tandis que la Suisse a encore un budget et un service, le chef du service est d'ailleurs dans la salle, qui fournit une aide sociale à des Suisses en détresse qui sont en dehors des frontières. Et là, effectivement, on évalue cette nationalité prédominante afin que pas tout le monde puisse profiter de cette possibilité, mais seulement ceux qui pourront avoir des désavantages au niveau local. Et ceci limite ce budget, qui est un budget assez extraordinaire. Presque tous les autres pays ont dû abandonner ça et nous donnent ces possibilités d'encore donner ces petits avantages aux Suisses qui en ont vraiment besoin. Eine sehr präzise Antwort. Herzlichen Dank. Ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Ja, mit dem würde ich meinen, sind wir am Ende dieser Runde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Pascal Beriswil und Jasmin Maistri, Hans Ambühl und Walter Leimgruber. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier mit uns geteilt haben. Auch Sie erhalten ein Dankeschön. Vielen Dank, Herr Beriswil, Herr Leimgruber. Merci vielmals. Herr Maichtrich, vielen Dank, Herr Ambühl. Dankeschön. Ja, und wir machen schon fast Schluss, aber zuerst eine kleine Geschichte. Die Welt, Sie müssen sich vorstellen, die Welt befindet sich mitten im Krieg. Als ich am 28. November 1917 um 11 Uhr eine Runde von Männern im Nationalratssaal in Bern treffen. Der Anlass war damals die konstituierende Generalversammlung zur nationalen Vereinigung für die Förderung des Reiseverkehrs. Heute nennen wir diese nationale Versammlung ganz einfach Schweiz Tourismus. Feiert jetzt Geburtstag zum 100. Mal. Herzlich willkommen, Jörg Schmidt. Ich darf Sie
gleich hier bei uns begrüßen. Dankeschön, Herr Schmid. Ja, sehr geehrte Persönlichkeiten aus Politik, aus Wirtschaft, liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, zuallererst möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Danken für Ihr stetes Interesse am Reiseland Schweiz. Sie bereisen die Schweiz, Sie tragen die schönen Erlebnisse zurück und sind damit ganz entscheidende Multiplikatoren für unser Land. Und der Tourismus braucht Sie weiterhin. Und der Tourismus ist nicht irgendeine Branche. Der Schweizer Tourismus steht für 230.000 Arbeitsplätze, ist der drittgrößte Arbeitgeber in unserem Land und in der peripheren Schweiz mit Abstand und Deutlichkeit der größte. Und ich darf heute zurückblicken auf 100 Jahre. Keine Angst, ich mache nicht den Geschichtsvortrag und fange bei 1917 an, sondern wir sind in die Archive eingetaucht und haben geschaut, was können wir aus der Geschichte lernen. Und die Geschichte, das kann ich vorabnehmen, die wiederholt sich. Winston Churchill hat mal gesagt, je weiter man zurückblickt, umso weiter schaut man voraus. Und wenn wir zurückblicken, dann erkennen wir ein paar Gesetzmäßigkeiten. Eine ist, dass die Schweiz, seit wir die Schweiz als Reiseland promoten, teurer ist. Sie leiden darunter, ich weiß es, glauben Sie mir, wir auch. Das ist die Entwicklung des US-Dollars seit unserer Gründung 1917. 1917 war ein US-Dollar fast 6 Franken wert. Viel entscheidender ist aber die rote Linie. Die rote Linie ist die inflationsbereinigte Linie. Und Sie erkennen dabei, dass die Schweiz von einem Low-Cost-Reiseland zu einem High-Cost-Reiseland gewandelt ist. Und das hat den Tourismus gefordert. Die ökonomisch Interessierten unter Ihnen sehen auch die lange Phase der stabilen Wechselkurse, Bretton Woods-System, die Fixbindung ans Gold der Währung. Und Sie sehen auch sofort, das war die Phase der Prosperität, des großen Booms des Schweizer Tourismus. Hat der Schweizer Tourismus solide Wechselkurse, dann geht's ab. Und das beweist in aller Deutlichkeit das Produkt, die Schönheit des Landes, das stimmt. Seit es uns gibt, hat jede Generation von Touristikern versucht, ihre Antwort auf diese Verteuerung zu finden. 1934 hat der Schweizer Tourismus all-inclusive erfunden, 50 Jahre bevor die Amerikaner das als neue Errungenschaft beworben haben. All-inclusive, 50 Franken, 7 Tage, Sie können das nicht mehr buchen. Sonne, Schnee und Sport. Und da war wirklich alles dabei, wenn man die Prospekte anschaut, 4-mal Essen am Tag, sogar das Trinkgeld fürs Hotelorchester war inklusive. Und es zeigte auch, wie die Schweiz in schwierigen Zeiten und auch heute noch zusammenarbeitet. Das Ganze war hochintegriert. Buchen konnte man alles an den SBB-Billettschaltern. Das wäre heute online. Hä? 1939, eine schwierige Phase. 75% Einbruch des Tourismus. Die Ausländer konnten schlicht oder wollten schlichtweg nicht mehr kommen. Das Benzin war rar, das können Sie schlecht lesen. Rechts unten steht verbilligtes Touristenbenzin. Das wurde Touristen angegeben. Das wäre heute politisch nicht korrekt, ist auch keine Forderung von mir. Aber was wir daraus lernen, ist, dass der Franken seit jeher ein wortwörtlich starker Begleiter war. Und dass wir seit jeher als Tourismus uns über Qualität und über Dienstleistung differenzieren mussten und seit jeher Produktivitätssteigerungen anvisieren und erschließen mussten. Sie wissen, der Tourismus ist eine Branche der Pioniere und Innovatoren. Vor allem bekannt ist das von den Bahnen. Da wurden ja Bahnen an Orte gebaut, wo man dachte, das ist schlichtweg nicht möglich. Brücken, Konstruktionen, Architektur. Aber auch die Tourismuspromotoren waren seit den ersten Momenten Pioniere und kreativ. Beispielsweise gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, als man erkannt hat, es braucht Erwerbsmöglichkeiten für die einheimische Bevölkerung. Der Tourismus lag da nieder. Skifahren übrigens bis zum Zweiten Weltkrieg ein Privileg der Reichen. Skifahren ging erst mit dieser Initiative, die im Volksmund hieß Alles fährt Ski,
in die Breite. Es war eine Initiative des Tourismus und aller Akteure, die ganz vieles beinhaltete, beispielsweise 10 Tage gratis Skiunterricht für alle Jugendlichen bis 16 Jahre. Es wurde in den Schulhäusern Skiverleih, gratis Skiverleih eingeführt und so wurde das Skifahren zu einer Breiten- und Massenbewegung. Das Autofahren war lange Zeit nicht sehr in. 1935 hat man erkannt, da kommt was, übrigens dieses wunderschöne Plakat eines Auslandschweizers. Herbert Matter, der dann Professor für Grafik und Design in den USA wurde, hat das entwickelt für Schweiztourismus. Damals hießen wir noch Zentrale für Verkehrsförderung, was heute politisch nicht korrekt wäre. Übrigens dieses, das zeigt auch, Werbung kann Kunst sein, dieses Plakat ist in der permanenten Ausstellung des Museum of Modern Arts in New York zu bewundern. Damals gab es gerade 100.000 Autos und man hat gesagt, wir müssen daraus ein Business machen. Weil durch die Schweiz fahren ist nicht einfach Transport, es ist Erlebnis. Es hat lange gedauert, bis daraus ein buchbares Produkt entstanden ist, die Grand Tour of Switzerland. Darüber haben Sie hoffentlich schon gehört. Eine durchgehend beschilderte Reise, wo Sie alles online finden, entlang der Highlights der Schweiz, durch unsere 4 Kulturen. Und da erleben Sie, was Vielseitigkeit heißt. Man reist 1 Stunde, vielleicht 1,5 Stunden, erlebt eine andere Landschaft, eine andere Kultur, Gastronomie, Architektur. Das ist eben die Schweiz. Und ich bin überzeugt, Sie werden ganz oft gefragt von in Ihren Ländern, in Ihrem Zuhause, ja, wo soll ich hin in der Schweiz? Das ist die einfachste Antwort, nämlich in die ganze Schweiz. Entlang der Grand Tour. Ganz einfach buchbar oder einfach losfahren, entdecken und sich selber seine Schweiz zusammenstellen. Ich bin immer noch bei Pioniere und Innovatoren. 1945 hat unser Leiter Deutschland erkannt, da hat es ganz viele Soldaten, die Besetzungsmacht, die wissen nicht, was tun, wenn sie Freizeit haben. Man ging auf die American Leave Authority zu und hat gesagt, wir wollen Switzerland Tours organisieren. Die haben gesagt, funktioniert nie. Im ersten Jahr waren 1,7 Millionen GIs in der Schweiz, haben Ferien gemacht und das, das wissen viele nicht, ist der Grundstein der Markenstärke der Schweiz in den USA. Wir machen einen Blick rein. Schon damals zeigte man ihnen das Bild der Schweiz, das sie zu sehen erwarteten. Die Swiss-Tours der amerikanischen Urlauber sind ein Großerfolg, hieß es damals. Jedenfalls haben wir Uhren verkauft und alles getan, um unseren Gästen zu gefallen. Der Tagesschau-Beitrag geht noch weiter. Sie können den auf YouTube dann zu Ende schauen. Wir erkennen in aller Deutlichkeit, dass der ganzen Geschichte des Schweizer Tourismus Innovation in allen Aspekten ist einfach für die Schweiz ein Must. Sie wird teurer und muss dabei mit Innovation, mit Neuerungen und mit Kreativität dieses überwinden. Nun, seit es uns gibt, Schweiztourismus seit 100 Jahren, haben wir eine primäre Aufgabe, Aufmerksamkeit für die Schweiz erarbeiten. Aufmerksamkeit ist das knappste Gut auf der Welt überhaupt. Zunehmend. Und da gibt es viele Wege. Ein bekannter, profaner Weg, um Aufmerksamkeit zu erhalten, ist die Provokation. Dieses Plakat von Alois Garicet hat in sich eine Frau, die ihre Brust entblößt und darauf stand, auf Deutsch zu sehen, innere Kraft durch Winterferien. Der Vorstand von Schweiztourismus musste zum Bundesrat. Und erst als das Bundesamt für Kultur erklärt hat, das ist Kunst, durfte es eingesetzt werden. Es wurde dann im 1941 zum Schweizer Grafikplakat des Jahres erkoren. 1945 hat man gedacht, gehen wir keine Risiken ein, ein bisschen See, ein bisschen Felsen, ein bisschen Swissness. Was man nicht erkannt hat, ist, dass Hans Erni in dieses Plakat eine Wolke gezeichnet hat, die exakt den Umrissen der damaligen Sowjetunion entsprochen hat. Eine politische Botschaft in der Werbung, das ging gar nicht, das Plakat wurde fast nicht eingesetzt.
Eine große Chance, um Aufmerksamkeit zu erhalten, ist 1. April, ein Datum, das, glaube ich, in fast allen Ländern oder in vielen Ländern es in sich hat, ein Datum, wo man etwas übertreiben darf. 1957 ist unser Leiter des Büros London auf BBC zugegangen und hat gesagt, ich habe da eine Idee, wir zeigen die Spaghetti-Ernte in Southern Switzerland Ticino. Schauen wir rein. Spaghetti cultivation here in Switzerland is not, of course, carried out on anything like the tremendous scale of the Italian industry. Many of you, I'm sure, will have seen pictures of the vast spaghetti plantations in the Po Valley. For the Swiss, however, it tends to be more of a family affair. After picking, the spaghetti is laid out to dry in the warm alpine sun. Picked earlier in the day, dried in the sun, and so brought fresh from garden to table at the very peak of condition. For those who love this dish, there's nothing like real homegrown spaghetti. Schauen Sie den ganzen Film der BBC über die Spaghetti Harvest auch auf YouTube nach. Dieser Film übrigens ist auf der ewigen Bestenliste der 1. April-Scherze von CNN auf Platz 1. Unser Büro in London hat über 10.000 Anrufe erhalten mit der Frage, wo kann ich einen Spaghetti-Tree kaufen? Und es wurde ein spezielles Briefing verfasst, wie man darauf zu antworten hat. Nun, wir haben aus der Geschichte gelernt, wenn Kommunikation, und ich glaube, das gilt auch für die meisten Branchen und vielleicht sogar fürs Privatleben, wenn Kommunikation nicht provokant, ästhetisch herausragend oder humorvoll ist, dann erzielt sie nicht große oder kaum Wirkung. Anders gesagt, jetzt als Marketingperson, dann ist das Geld aus dem Fenster geworfen. Nun, ich schaue in die Zukunft. Die Aufgabe von Schweiz Tourismus ist es, die Trends, die internationalen zu erkennen und Antworten in Form von Angebotsgestaltung, Produkten zu entwickeln und zu geben. Und wenn man von Trends im Reisen spricht, dann muss einem etwas bewusst werden, nämlich die Prognose der UNWTO, der United Nations World Tourism Organization, die sagt, fürs 2030 1,8 Milliarden internationale Arrivals, das heißt Menschen, die reisen, die ankommen an einem Land voraus. Diese Zahl heißt eine 50% Steigerung in den nächsten 15 Jahren. Diese Zahl bedeutet zugleich eine Verdreifachung in 30 Jahren. Tourismus ist die größte Wirtschaftsbranche weltweit überhaupt. Das wissen viele nicht. Der größte Arbeitgeber weltweit überhaupt, wächst gewaltig, explodiert. Die Konsequenz von diesen Reisestürmen heißt aber auch, dass in den Top-Attraktionsorten, den Hotspots dieser Welt, es immer mehr Gäste geben wird. Und da wird es einigen zu eng. In Europa, vielleicht haben Sie das mitgekriegt, wird in vielen Städten bereits demonstriert von der lokalen Bevölkerung. In Venedig heißt es Stop Tourism. Und dieser Trend des immer mehr und dichteren Reisens, man kann von einem Tourismus-Dichte-Stress sprechen, führt zu einem immensen Gegentrend. Der große Gegentrend der Globalisierung heißt Authentizität. Es entsteht eine Sehnsucht nach echten Werten, echten Erlebnissen, nach Natur und nach Authentizität. Und wir sind einfach überzeugt, da hat die Schweiz etwas zu bieten. Und darum bin ich durchaus auch zuversichtlich für das Reiseland Schweiz. Wir haben Stärken, die Herausforderungen sind immens. Eine personenintensive Dienstleistungsbranche in einem Hochlohnland zu betreiben, ist per Definition ein Challenge. Den werden wir meistern, nicht so einfach, aber wir packen das, vor allem auch, wenn wir weiterhin auf Ihre Unterstützung zählen dürfen. Und wenn Sie rausgehen, finden Sie, unser Federico Sommaruga hat das aufgelegt, so eine ganz tolle Mütze, da steht Grand Tour drauf. Das soll Sie erinnern, wenn Sie irgendwo in Ihrem Land gefragt werden, wohin soll ich, zuerst in Switzerland. Hein? Und dann Grand Tour of Switzerland. Danke vielmals. Merci bien. Super. Vielen Dank, Jürg Schmidt. Vielen Dank. Und auch an Sie geht
ein Präsent Sie lassen, ein Präsent hier und wir geben eins zurück. Vielen Dank, Jürg Schmidt, Dankeschön. Ja, wir sind schon fast am Ende. Bitte begrüßen Sie nun mit mir den Präsidenten und die beiden Direktorinnen, ist das richtig, zum Ende dieses heutigen Nachmittags. Bitte. Meine Damen und Herren, ich habe größte Mühe, meine Gedanken vom Spaghettibaum wegzubringen. Also die Schweiz Tourismus steht für mich erstens für Humor. Das müssen wir nicht ausmalen, das haben wir gesehen. Zweitens für Schönheit, und zwar Schönheit der Landschaft, die sie vermittelt, aber auch Schönheit der Werbemittel. Und das Dritte steht es für mich für professionelles, innovatives Werken. Und das alles geht immer Richtung Schweiz und ist immer, das glaube ich so zu sehen, erfolgreich. Und es kommt noch ein Adjektiv dazu, Sie sind äußerst großzügig, Herr Schmidt und die Schweiz Tourismus. Sie beschenken uns beständig, nicht nur mit roten Mützen. Kleine Anekdote, ich wollte mir beim Hinausgehen eine schnappen. Das ging nicht, ich wurde vertröstet. Also es wird dann nachher einen Ansturm geben und es hat, solange es hat. Also Großzügigkeit, Sie beschenken uns praktisch am Laufmeter. Jedes Jahr werden wir beschenkt und wir werden auch morgen wieder beschenkt mit der Schifffahrt. Sie organisieren für uns regelmäßig Höhepunkte. Dafür sind wir Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar. Vielen Dank. Und natürlich herzliche Gratulation zu den 100 Jahren. Aujourd'hui, nous avons reçu de nombreuses pistes de réflexion sur notre communauté suisse. Je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement tous les intervenants pour ça. Ils nous ont montré que la patrie a de multiples facettes. Die Vielfältigkeit unserer Heimatsbegriffe und unter Betrachtung unserer Heimat ist eines der Erkenntnisse. Es ist vielleicht nicht neu, aber ich habe ein paar neue Faktoren doch gehört. Also zum Beispiel das Bewusstsein, etwas zu verändern. Es liegt also nicht nur in der Landschaft oder im familiären Aufwachsen. Es spielt ganz andere Faktoren, haben wir gehört, auch noch eine Rolle. Erziehung ist selbstverständlich. Ich habe einen ganzen Zettel aufgeschrieben an wesentlichen Punkten. Der Wille ist wichtig, Entscheidungsmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten, Erlebnisse, eigentlich alles, was die Schweiz zulässt. Und es ist eigentlich alles auch, was das Ausland zulässt. Und das gibt ein Spannungsfeld, haben wir gehört, das ist faszinierend. Und das führt zu uns, zum Wandern, Ein- und Auswandern. Und das Typische ist in der Tendenz heute, dass die Aufenthalte, das wurde schon gesagt, immer kürzer werden. Es ist ein Kommen und Gehen von einem Land zum anderen, dann wieder zurück in der Schweiz und man geht wieder. Und das gibt nicht nur ein anderes Bild des Auslandschweizers, sondern es braucht tatsächlich, ist das genannt worden, ein Umdenken, auch für uns, auch für die ASO. Wir müssen erkennen, dass wir uns auf diese Mobilität einzurichten haben. Und das drückt sich dann aus in dem, was wir fordern in der Sozialversicherung. Das kann nämlich nicht sein, dass die heutigen Fristen zum Beispiel bei der AHV oder bei anderen gelten haben. Das sind Faktoren im Sozialversicherungsbereich, wie bei den Banken und überall, die uns hemmen. Die müssen wir überwinden. Da haben wir heute Anstöße bekommen, hier auch tätig zu werden. Ich kann Ihnen versprechen, wir werden, und wir, das ist der Auslandschweizerrat, das ist der Vorstand, das ist die Geschäftsleitung, wir werden diese Erkenntnisse umsetzen, wir werden unsere Methoden anpassen und auch da haben wir einiges gelernt von Schweiz Tourismus, zum Beispiel wie man umgeht mit Massenmedien, haben wir einiges von Ihnen gelernt. Also wir werden neue Strategien entwerfen müssen, nicht nur im Bankbereich. Da hat mich die tollen Ausführungen unseres Bundesrates haben mich nur zum Teil überzeugt. Also da müssen wir weitergehen, als er sich denkt. Aber wir haben doch gehört, dass wir mit ihm, glaube ich, in der Grundhaltung einen Verbündeten haben. Ich möchte noch zwei, drei
Themen ansprechen, die ich aus der Diskussion hier mitbekommen habe. Also das Verhältnis ASO zu Behörden kann ich Ihnen nur sagen, in der Schweiz ist das absolut super. Wir haben offene Türen, offene Ohren, habe ich schon mehrmals gesagt. Wir haben intensivste Zusammenarbeit, einen tollen Leistungsauftrag. Wir bekommen Subventionen, die müssen wir hier und da auch wieder ringen, aber das ist normal. Aber wenn ich ins Ausland schaue, dann sehe ich schon, dass es noch unterschiedlich ist. Wir haben Botschaften, Konsulate, die machen Jungbürgerfeiern, die treffen sich bei jeder Gelegenheit mit den Auslandsschweizern in jeder Form, mit Auslandsschweizer Clubs, mit Bevölkerung, man kann sie ansprechen. Da wurde sehr, sehr viel getan. Es ist mehr auf der guten Schiene als auf der verlangsamten, sage ich jetzt mal. Aber das täuscht nicht hinweg, dass wir noch schwarze Löcher haben. Es gibt also noch viele Bereiche, in denen es noch nicht so ganz klappt. Und das meine ich jetzt ganz geografisch mit einzelnen Konsulaten und Botschaften. Das hat noch nicht jeder Botschafter begriffen, was die Auslandsschweizer sind. Das darf man schon ruhig sagen. Es gibt solche, die konzentrieren sich nur auf die Wirtschaft. Für die existiert nur Wirtschaft und gar nichts anderes. Und bei anderen frage ich mich, um was sie sich kümmern. Aber insgesamt haben wir auch ein ausgezeichnetes Netz. Ich kann Ihnen sagen, also verschiedene große gute Erlebnisse. Ich war in Australien, auch mit Herrn Buri. Ich glaube zum Beispiel diese Botschafter dort, vor allem der Generalkonsul, war vorbildlich. Der wurde auch getragen von der Gemeinschaft. Das war eine so intensive Beziehung, die ich da beobachten konnte und ein so guter Goodwill gegenseitig. Das gibt es dann auch und das gibt es nicht nur in Einzelfällen, es gibt es viel. Also wir sind sehr dankbar, wie sich das entwickelt hat. Ein großes Loch sehe ich im Bekanntheitsgrad der ASO und auch der Schweizer Vereine, und zwar im Inland wie im Ausland. Also daran sind wir, das ist nicht so ganz einfach, die Leute, das braucht ein großes Werk, bekannt zu machen mit uns. Also bevor das Bewusstsein einsetzt, das Nachdenken, was Auslandsschweizer und Schweizer verbindet, muss man zuerst einmal realisieren, was die Auslandsschweizer sind, wie viele es gibt und wie ihre Organisation aussieht. Also daran arbeiten wir intensivst. Und das sind so ein paar Schlussfolgerungen, die ich hier Ihnen mitteilen wollte. Ich komme zu einem weiteren Dankeschön. Ich möchte noch einmal allen Referentinnen und Referenten danken, also was sie auch hier uns gezeigt haben vom Statistischen Amt und von der Wissenschaft. Das hat mich sehr fasziniert. Ich möchte ganz herzlich Dankeschön sagen. Ich habe auch ein Dankeschön zu sagen einer Bank. Bank Claire haben wir in den letzten Kontakten gehabt. Es ist noch nicht alles so, wie wir es haben möchten. Wir haben noch keine weltweiten Angebote auf der Bank Claire. Es ist eine Basler Bank ursprünglich. Hat sich verpflichtet und auch so gezeigt, dass sie in Europa, und das ist mal ein erster Schritt, muss dann auch weiterkommen, sich sehr kooperativ zeigen und sie unterstützen auch uns, wo sie können. Mindestens sind da die ersten Schritte gemacht. Ich möchte noch ein ganz besonderes Dankeschön anführen. Wir haben da eine Mitarbeiterin bei der ASO, die wird uns leider verlassen. Es ist ihr letzter Kongress, den sie hier organisiert hat. Und dafür möchte ich ihr ein Kränzlein winden, aber auch für all die vorangehenden Kongresse. Wir haben wirklich mit den Kongressen viel erreichen können. Vom Zusammenbringen, Vernetzen, Bewusstsein schaffen, Gedanken auslösen. Wo ist Frau Allemann, der ich ganz herzlich Danke sagen möchte? Nächstes Jahr geht es weiter. Wir werden in FISP sein, 10. bis 12. August. Unser Thema ist auch eine Herausforderung, die Schweiz ohne Europa, Europa ohne die Schweiz. Und wir möchten das nicht nur auf Blickwinkel nur Europa, sondern Europa ist Teil der Welt. Und wir werden also auch das Verhältnis Europa mit anderen Kontinenten anschauen. Ich lade Sie heute schon ein, uns in FISP wieder zu treffen. Vielen Dank allen
geistern im Hintergrund. Vielen Dank Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie wieder nach Basel gekommen sind. Wir sehen uns heute Abend, hoffe ich, im Volkshaus. Ich freue mich darauf. Ich darf nun das Schlusswort unseren Direktorinnen überlassen. Darf ich dich bitten, Sarah Pastorandoni und dann Ariane Rustighelli. Vielen Dank. Signore e signori, cari compatrioti, in un mondo globalizzato dove la mobilità e i soggiorni sono sempre più di corta durata, se esistono due mondi, quello degli svizzeri rimasti in patria e quello degli svizzeri all'estero, presto non ne rimarrà solo, ne rimarrà uno solo. Je vais continuer en français et en allemand pour la traduction simultanée. Les interventions et les discussions d'aujourd'hui ont montré combien, au travers de leur altérité, qui découle de leur expérience acquise à l'étranger, les Suisses de par le monde peuvent parfois se démarquer de leurs compatriotes de l'intérieur, comme on les appelle. Différence de vision, différence de compréhension et d'appréhension de la Suisse et des défis auxquels elle est confrontée. Et pourtant, cette diversité converge vers une même réalité. Et on l'a bien vu aujourd'hui au travers de tous les témoignages qui ont été apportés, c'est celle de la fierté d'être suisse. De cette diversité de points de vue découle également un enrichissement pour notre pays. Die 775.000 Auslandschweizer sind mehrsprachig und multikulturell und damit nicht zuletzt Imageträger für die Schweiz im Ausland. Sie leisten einen Beitrag zur Verbreitung der schweizerischen Werte und Kultur in anderen Ländern auf der ganzen Welt. Sie leisten einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum der Schweiz. Und Sie sind, und wir haben es heute auch mehrmals gehört und vor allem beim Podiumsgespräch, die besten Botschafter der Schweiz rund um den Globus. Dank Ihnen lebt der schweizerische Geist über Grenze und Jahre hinweg fort. Und umso wichtiger ist es, dass Sie untereinander und zu Ihrer Schweizer Heimat eine Beziehung unterhalten. Und das ist wirklich ein Anliegen der Auslandschweizer Organisation, Sie dabei zu unterstützen. Und jetzt übergebe ich das Wort an Ariane Rustighelli. Also zuerst will ich herzlichen danken auch Herr Zeugin für die ganz tolle Moderation, die Sie heute gemacht haben. Noch herzlichen Dank. Das ist immer eine schwierige Rolle und das haben Sie, wie Sie sind sowieso extrem professionell natürlich, aber das haben Sie definitiv extrem gut gemacht. Das war nicht immer ganz einfach. Ich glaube, Sie haben schon, unser Präsident und meine Kollegin haben schon ein bisschen alles gesagt über die Thematik in und Auslandschweizern. Ich will mich nicht wiederholen. Ich will noch einmal vielleicht ein bisschen wiederholen, dass der Auslandschweizer Kongress ist natürlich jedes Jahr eine sehr tolle Zusammentreffen von der Schweizer weltweit. Und die große Jahresversammlung soll natürlich einerseits den Austausch und andererseits aber auch die Begegnung zwischen Schweizern aus dem In- und Ausland ermöglichen. Und sie soll es ihnen außerdem möglich machen, die Verbindung zur Schweiz aufrechtzuerhalten und zu stärken. Und ebenfalls auch auf unsere Art begeben wir uns auf eine Grand Tour of Switzerland, ein bisschen wie Schweiztourismus, weil wir schon jedes Jahr organisieren wir den Kongress, nämlich in einer anderen Region unseres Landes. Auch wenn der Inhalt des Kongresses, das Niveau der Referenten und der Diskussionen einen großen Anteil am Erfolg des jährlichen Veranstaltung haben, gibt es noch ein weiteres zentrales Element, das zu Ihrem Erfolg beiträgt. Das ist die Organisation. Seit ganz genau 8 Jahren und 2 Wochen schaltete und waltete hinter den Kulissen eine Person, Herr Giesen hat es schon gesagt, die den Kongress auf besonders professionelle und effiziente Art zu dem macht, was er ist, ein jedes Mal aufs Neue perfekt organisiertes kleines Wunder.
Die meisten von Ihnen kennen schon Frau Alemann. Sie ist eine sehr freundliche Person und es hat mir extrem Spaß gemacht, mit ihr während 8 Jahren zu arbeiten. Es halten sich um Frau Christine Alemann natürlich und sie kümmert sich heute um die Technik. Sie haben schon gesehen, sie ist da oben. Sie ist noch heute Abend mit uns am Anfang des Abendessens. Aber es wäre schön, dass man sie noch einmal wirklich applaudiert, weil das will ich vielleicht leider auf Französisch sagen, weil die Emotion ist ziemlich hoch. Es arrive relativement peu souvent dans une carrière professionnelle qu'on ait autant de plaisir à travailler avec quelqu'un. Et je dois dire que aujourd'hui je suis relativement triste, je pense qu'on le sent un peu. Et j'aimerais juste encore remercier. Ich will dir, Christine, noch einmal herzlichen danken. Wir werden dich noch heute Abend feiern. Aber du hast wirklich eine großartige, eine fantastische Arbeit immer gemacht. Und es tut mir wirklich leid, dass du gehst. Das muss ich Ihnen sagen. Danke.